Warnung: Dieses Intro-Video benutzt die Ausrede trashig für schlechte Videoqualität. Zum eigenen Schutz bedecken Sie Augen und Ohren bis zum Ende des Videos. Und wenn nicht, viel Spaß! Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Rapunzel? Verdammt nochmal! Rapunzel wohnt da drüben! Ah! Shut up and sit down. Ich habe mir heute Verstärkung geholt, auch wenn es kurzfristig war, aus Unfallgründen. Wir haben heute nicht nur den nostalgischen Typen, sondern wir haben auch den X-Cloud da, den Max. Mal sehen, ob er es schafft, sich zu entmuten. Einen schönen Gruß, da bin ich. Vielen Dank für die Ankündigung. Willkommen im Stream. Hoi, hoi, hallo. Hallo, er hat der Max. Timme, was bekommst du denn her? Übrigens Shuttle. Ja. Ja, jetzt haben wir unseren eigenen Cloud im TS. Jetzt können wir die Erinnerungen an Final Fantasy 7. Wer freut sich denn schon auf das Final Fantasy Remake? Deswegen reden wir auch über Star Fox. King auf Überleitung. Wollte sagen, schön eingeleitet die Sache hier. Und genau deswegen ist Final Fantasy 7 der beste Fußballsimulator. Er hatte wirklich gute Argumente. Ja gut, ich denke mal, die es verpasst haben, werden das auf YouTube demnächst sehen können, warum Final Fantasy das beste Fußballspiel aller Zeiten ist. Ja gut, sag mal, Final Fantasy 7 bin ich persönlich sehr, sehr gespalten, weil ich es ein Hammer finde, dass eine renommierte Firma wie... wie Square Enix ein Episodenspiel rausbringt. Och, nach dem Motto, dass sie zu viel dass sie zu viel Angst haben, dadurch Geld zu verlieren. Wo ich da hänge, dass Leute, ihr produziert gerade das am meisten gewünschte Spiel der Spielerschaft überhaupt. Das absolut am meisten gehypt und geliebteste Final Fantasy ever legt ihr neu auf, in hübsch und überarbeitet. Und ihr habt Schiss, dass ihr damit nicht auf euer Geld kommt? Da habe ich absolut kein Verständnis dafür. Das ist auf jeden Fall eine falsche Zielsetzung in meinen Augen. Ja? Wenn das Spiel ist schon weiß nicht, das ist einfach ein Spiel gewesen. Das habe ich geliebt und ich werde es auf jeden Fall auch anzocken, definitiv. Aber dass man da Geld damit zu liegen kann, ich glaube, das ist die falsche Zielsetzung. Noch kleine Erinnerung an mich, wenn ich das nachbearbeite, pappe ich noch ein Bild von Max hier da drüben. Da haben wir Platz. Da, sehr süß, da. Vielen Dank. Muss mir noch einen schicken, so mit... Nackt, oder? Nee, ja. Lass mal, ich will die Leute nicht verschrecken, aber ja, es muss auf jeden Fall ein Duckface sein. YOLO, sei ja so falsch. Der alte Pumper hier. So ein assiges Tattoo, so auf dem Hals, so. Ja, ich tu das dann nachbearbeiten, dass er aussieht wie Trevor. Ja, ist doch wie La Familia, wie bei La Familia oder sowas. Ja, ja. Mit alles gerne haben und Anker auch noch mit Stirn, alles für euch. Ja, das kreativste, originellste Tattoo aller Zeiten. Ja klar, und noch Elektro-Ghetto, aber nur nicht dieses K10, wenn ihr das kennt. Ja, da hören wir wieder am Abschweifen sind. Ich bin ja zum Beispiel auch großer Hitman-Fan, was auch von Square Enix verlegt wird. Und Hitman haben sie sich jetzt auch dafür entschieden, im Episodenformat rauszubringen. So dieses, Leute, sowas pisst mich an, ich will das am Stück durchspielen. Bei sowas Kleinem wie Telltale oder sowas kann ich das verstehen. Inwiefern aber kann man es Episoden verstehen? Wenn es immer auf Fernsehen kommen, ist es dann in zwei Teilen oder kannst du dazu mal sowas ausführen?
Ja, was heißt, das? Ich kenne mich damit. Heißt das, also du kaufst das Spiel und dann wird es halt nach und nach nach. Genau, du kriegst es nach und nach dann häppchenweise immer wieder, ja, alle paar Monate die nächste Episode halt. Muss man jedes Mal bezahlen dafür, für jedes? Nee, nee, du kannst es entweder die Episoden einzeln bezahlen oder du kaufst halt einmal das Gesamtpaket. Also ich finde, das ist in meinen Augen Geldzieherei. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, das Ritt weiter. Hm? Nee, was hast du jetzt? Ich habe nicht zugehört. Ich war nämlich auf meinen Gedanken konzentriert. Ah. Du musst jetzt für jede Episode auch neu bezahlen, hast du gesagt? Nein. Nee, also gut, bei Hitman ist es so, du kannst das Spiel komplett kaufen. Dann kriegst du, sobald die Episode kommt, also kannst du im Prinzip den Season Pass kaufen, wo du dann alles nachgereicht bekommst. Oder du kaufst halt die Episoden einzeln. Wie es halt bei Fallout zum Beispiel ist jetzt hier mit Automatron. Automatron kriegst du dazu durch den Season Pass und du kannst es aber auch einzeln kaufen. DLCs. Ja, aber nur das da dann halt, du kannst das komplette Spiel kaufen oder halt häppchenweise, wie du Bock drauf hast. Ach so. Aber wenn du es halt am Stück durchspielen willst, musst du warten, bis halt alles erschienen ist. Also das ist in meinen Augen fatal. Das wird mich schon eigentlich schon fast demotivieren, das Spiel überhaupt zu kaufen. Richtig. Deswegen habe ich Hitman nicht gekauft, deswegen wird es bei mir Final Fantasy VII Remake nicht geben, weil ich das nicht unterstütze. Ist ja kein Anime, den man jede Woche neu schneiden bzw. neu schreiben muss, neu zeichnen muss und dann rausbringen muss. Da ist es ja nachvollziehbar, aber hier bei so einem Spiel, vor allem der Content ist ja da, das Spiel ist ja schon fertig. Nee, eben nicht, weil das ist nämlich ein billiger Trick, dass sie den Release einfach nochmal verschieben. Die haben das wohl jetzt alles wohl schon dann fertig, in Anführungsstrichen. Die haben dann das erste, das zweite und das dritte Level fertig, aber der Rest wird dann noch nachbearbeitet. Völlig zum Kotzen. Wenn man ein Spiel rausbringt, um jetzt mal auf GTA sprechen zu kommen, die lassen sich mal 4-5 Jahre Zeit, aber bringen halt einfach mal eine Kanone raus. Und ja, ich finde, so sollten die Spiele auch gemacht werden, dass man sich ransetzt und gut Ding will Weide. Ja? Wahrscheinlich kostet dann, wenn du es am Stück kaufst, ist es dann wahrscheinlich wieder billiger, als wenn du es in Häppchenweise kaufst, weil dann kommst du wahrscheinlich auch das Doppelte wieder raus. Richtig. Ja, und das ist mein Augen Geldmacherei einfach. Und das kann es nicht sein. Auch ich will, wenn ich ein Spiel anfange, will ich nicht 3 Monate warten und weiterspielen. Dann bist du aus der Story raus. Gedankengänge sind wieder bis nach angekommen. Was musst du machen? Was habe ich schon? Und ja, vor allem, was wollte ich nochmal skillen? Ja, eben. Das ist es ja. Wo muss ich nochmal lang? Oh, Items? Ja, Story vergessen, genau. Dann werden die meisten Leute sowieso dann noch ein Jahr, müssen die dann länger warten, weil sie dann eh keinen Bock drauf haben. Und es ist halt, das sind halt so Sachen, dass, ey, die schneiden sich da am Ende nur selber mit ins Fleisch. Was glaubst du, wie lange die Gamerwelt das noch mitmacht? Ja gut, Kram. Ich persönlich bin ja auch dabei, dieses, also, ja. Nee, Max hatte gerade was im Teamspeak geschrieben. Ja, dass man die Kategorie noch hinzufügen soll, Gaming Talkshow mit zwei Reihe Zuschauer, wäre natürlich nice, wenn man dann mitdiskutieren können oder ein paar Zuschauer mit interagieren können, ne? Ist natürlich klar. Ja gut, die Herrschaften, die da sind, die sitzen, glaube ich, gerade auf der Couch. sonst eigentlich, wenn wir Philosophie haben, sind die Leute eigentlich auch immer sehr redebereit. Gott, jetzt habe ich einen Faden verloren, was ich sagen wollte. Oh, ich weiß was nicht, Final Fantasy 7 war wahrscheinlich mit, oder warst du schon ein bisschen weiter? Ich bin ja auch einer der Verfechter, die sagen, bestellt euch keine Spiele mehr vor. Wenn ich bedenke, überlegt mal, hört ihr noch irgendwas von Star Wars Battlefront von dem neuen? Hört ihr überhaupt nichts mehr? Stimmt, das Spiel ist gehypt worden bis zum geht nicht mehr. Als es rauskam, war es eine Enttäuschung mit 4 Karten. Und Hälfte hat wohl gefehlt, wo ich dann da auch hing, so dieses, das kann es nicht sein. Oder guckt euch die ganzen Battlefields an. Das ist auch nicht wirklich viel besser. Du hast ein paar Karten und danach kriegst du ein 4er-Kartenpaket für 10er. Dieses hier, 10 fucking Euro für 4 Karten. Die hast du damals in einem Patch einfach mal so gegeben. Hier, wenn ich bedenke, Total Annihilations von 91, da hast du vom Hersteller einfach mal 8 neue Einheiten runterladen können, weil sie halt bis zum Release noch nicht fertig waren. Ja, und die sollen mir bitte nicht erzählen, das liegt daran, weil, dass die Entwicklungskosten gestiegen sind, weil das ist Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Ich genauso, vollkommen richtig. Auch so ein Spiel wie DayZ oder 1Z1, um das mal anzuführen, auch immer. Machen zwar Ankündigungen mit Alpha und Beta und schlag mich tot, aber trotzdem, eigentlich haben die Spiele richtiges Potenzial, aber die versauen sich jetzt selber einfach durch diesen finanziellen Faktor, den sie da richtig reinbringen wollen. Und
Ja, weil es gibt jetzt schon so, Spiele werden jetzt schon, wenn die sich halt in finanziellen Begriffen, geht jetzt schon dieser Spuk um, dass ein Spiel als Misserfolg gilt, wenn die unter 4 Millionen Verkäufen bleiben. Wo ich dann denke so, Ja, das ist doch genauso mit Fallout 4 zum Beispiel, wo alles am Jammern war, ja, Fallout 4 ist nur ein gutes Spiel, wo ich da hing, seid doch froh, dass es ein gutes Spiel ist. Seid doch verdammt nochmal froh, dass es ein gutes Spiel ist. Und ja, der Season Pass ist so teuer. Dieses Leute, die haben versprochen, dass die DLCs mindestens genauso groß sind wie das Hauptspiel. Und Automatron habe ich schon schwer gefeiert, auch wenn es teilweise sehr vorhersehbar war, aber allein seinen eigenen Roboter zusammenbauen zu können und was du da für Gestalten zusammennageln konntest, fand ich total geil. In meinen Augen, wie wir beide festgestellt haben, ist einfach komplett die falsche Vorgehensweise. Ein Spiel soll Spaß machen und momentan finde ich sowieso ein bisschen schwierig, ein Spiel zu finden, wo ich sagen kann, das hype ich selber, da habe ich richtig Bock und da sitze ich einfach mal gerne Stunden, Tage, Wochen davor. Ja, momentan fehlt mir einfach ein bisschen, muss ich zugeben, vielleicht ist bei euch anders, mir einfach die Auswahl. Und wenn sie nur auf den Faktor gehen, ja, ich will 10 Millionen Verkäufer oder 4 Millionen plus, dann kann man es nicht so machen. Ja, man muss erstmal ein gutes Spiel rausbringen und dann der Rest legt sich von ganz alleine. Weil ich glaube, wenn Nintendo damals angefangen hat in der Ära, erst ein Spiel rausgebracht hat mit dem NES und dass sie gedacht haben, nö, nur Spiele, die 4 Millionen verkaufen, ja, dann gibt es vielleicht jetzt 6 Spiele oder so in Anführungsstrichen. Ja, das kann es auch nicht sein. Ja, eben, das ist es ja. Man muss ja irgendwie sich eine Basis schaffen und darauf aufbauen. Ja, und wenn 2 Millionen sind, hat man trotzdem noch einen Reingewinn gemacht. Und darauf baut man auf, indem man einfach ein schönes Spiel gemacht hat und dann man sagt, geil, jawohl, ich warte auf einen Nachfolger und den man dann ordentlich im Sinn liegt. Ja, meiner Meinung nach. Ja, und wenn halt Entwickler mehr unter dem Druck stehen, so und so viele Einheiten zu verkaufen, statt tatsächlich gute Spiele zu machen, dann entwickeln die sich auch nicht weiter. Vollkommen richtig. So, da haben wir jetzt auch den X-Cloud im Bild. Boah, sehr süß, sehr süß. Ja, ich habe einfach mal dein Twitter-Profilbild geklaut. Na klar. Ja, Strache der Mutter. Destiny hat mit allen DLCs 80 Euro gekostet. Ja, und noch runtergesetzt. Die waren einfach nur häppchenweise, und ein bisschen Meckern rausholen. Das ist halt einfach. Da ist auch ein Unterschied zum Beispiel zwischen einer Firma wie Bethesda und EA. Bethesda darf es sich erlauben, weil Bethesda einfach gute Spiele macht und die machen es dann auch richtig. Aber EA, du merkst halt richtig, es ist nur Geldmacherei. Bethesda kann halt auch sagen, sie haben geliefert. Guck dir Fallout 3 die Add-ons an. Guck dir New Vegas an. Ja. Die waren richtig, richtig geil. Vor allen Dingen Dead Money, was so wirklich kackenschwer ist. Ja, ich bin da echt enttäuscht. Also irgendwie fehlen mir manchmal sogar die Worte auch. Dass mir Fallout 7 wusste ich gar nicht, dass es da ein Stückchen weise, häppchenweise da rausbringen. Also das sind Sachen, wo ich echt vielleicht schon sagen kann, ich bin da geschockt. Das habe ich eigentlich nicht davon nicht gedacht von der Firma von Square Enix, dass sie da so einen Nackenschlag eigentlich jedem Gamer verteilen. Ne? Mutant schreibt gerade, nee, ohne runtergesetzt habe nur 60 bezahlt. Ja, aber für ein fucking DLC für Destiny, weißt du? Vor allen Dingen, das war ja dann, wo das erste Vollpreis-Add-on raus war, war es dann im Prinzip dann das Spiel, was sie zum Release versprochen haben. Wo du ja auch so denkst, so, Leute, und ihr spielt das allen Ernstes noch? Ja, das ist. Ich weiß nicht, warum sie da alle so auf finanziellen Faktor gehen. Natürlich wollen die Firmen Geld machen, ja, natürlich geht's darum, aber irgendwie finde ich, dass die Leidenschaft und die Liebe aus dem Spiel ein bisschen weggeht. Ja, es geht nur noch ums Geld machen und alles ein bisschen Mainstream, damit jeder es kauft, YOLO, ich habe was rausgebracht, ich mache Geld, cool. Aber die Liebe, man muss ja was entwickeln, was einem Spaß macht, wo man selber sagt, geil, wo man es entwickelt. Und während man es entwickelt, muss man sich freuen. Ja. Und sich freuen, das zu teilen. Und diese Liebe einfach, die Liebe, aber genau deswegen bin ich auch ein Fan auch von Nostalgie spielen. Weil da einfach eine Liebe drin steckt und das merkt man auch noch nach 20, 25 Jahren. Und das ist immer noch geil. Scheiß da auf die Grafik, man scheiß da auf was auch immer. Solange das Spiel einfach geil ist und Spaß macht und man merkt, ob da Liebe drin ist, dann wir ist haben, es meinen Augen schon Erfolg. Wir haben hier in den letzten Streams The Secret of Grindea gezockt. Kannst du dir auch gerne mal angucken. Das ist auch so eine Hommage an die 16-Bit-Ära von Super Nintendo und Co. Ein sehr, sehr geiles Game. Es kommt halt auch leider in Episoden raus, weil halt. Weil es in der Beta ist und ungefähr 5 Leute nur dran arbeiten.
ist halt ein Indie-Entwickler, aber was haben wir uns weggelacht? Wie viele Anspielungen an Filme und hast du nicht gesehen dabei waren. Wir haben uns so bepisst. Allein der erste große Endboss, Gundam, der Phasenman, der aussieht wie irgendein random Mega Man Minion. Oder jetzt sind wir so in Herr der Ringe, irgendwie unterirdisch, Berg, hast du nicht gesehen. Und geh einfach nach nur Timing. Geil. Ja, ja, geh nach Timing. Das muss ich mir echt mal reinziehen auf jeden Fall. Kannst du vielleicht mal, wenn du nach dem Stream mal kurz reinschicken, den Link? Ich bin schon gerade dabei. Ja, sehr nice. Vor allem vier fucking Spiele. Und es zieht halt wirklich. Und es war echt so traurig, als wir da hingen, so, ja wie, Beta ist rum, dieses Jahr tut uns leid, aber jetzt kommt halt erstmal hier, Beta-Phase ist noch nicht rum. Hier hast du den Link. Ja, vielen Dank. Gut, da kannst du aber verstehen entsprechend. Wenn es kleinere Spiele ist, wenn da so fünf Entwickler sind, dass sie erstmal das dann über verschiedene Etappen machen, das ist okay. Ja. Aber wenn da eine riesige Firma hintersteckt, ja, eben. Die halt auch Asche hat. Richtig. Square Enix ist jetzt keine, die bekannt ist, dass am Hungertuch nagt. Und man weiß auch, dass es gehypt, Final Fantasy 7 wird gehypt und das wird auch gekauft, das weiß man doch. Deswegen, und das ist einfach nur eine sowas von arme Ausrede. Ja, das ist, wie ich schon sagte, das ist einfach nur eine arme Ausrede, dass man das echte Release-Datum einfach noch ein Jahr nach hinten schiebt. Ja. Weil das eigentlich sich noch in der Entwicklung befindet. So, und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wenn du das in Episoden rausbringst, dann hast du doch auch gar nicht den gleichen Effekt, wie wenn du es an einem Stück durchspielst. Das ist es, geht einfach so viel verloren einfach in meinen Augen und auch die Motivation. Ich muss ganz ehrlich sagen, also nach drei Monaten denke ich mal halt's Maul, auf gut Deutsch gesagt. Es ist einfach so. Und dann denke ich mir noch nicht mal, dass die Leute sich ja wirklich die ganzen Episoden kaufen. Und selbst wenn man sich komplett das Komplettpaket kauft, da denke ich mir auch, dass die Spielzeit der Spaß verloren geht. Ich habe da auch keinen Bock immer zu warten wie ein Clown drei Monate lang und dann, yo, geht weiter, wo bin ich? Ja, okay, tschö. Also ja, mir persönlich ging es halt auch so mit der Batman-Arkham-Reihe. Da kam ja dann auch immer, ich habe den Season Pass immer gekauft und habe mich danach geärgert, weil es war dann immer nur irgendwelche Arcade-Action, so dieses, da hab ich keinen Bock drauf, gib mir Story. Und dann kam halt ein Story-DLC, im ersten war das dann die Rache von Harley Quinn, weil im ersten Teil, du ihren Liebsten, ja, erlegst. Das Spiel ist 5 Jahre alt, ich glaube, du kannst ja, deswegen war gerade so dieses, ach komm, scheiß drauf. Und dieser DLC war wirklich bockenschwer. Du warst halt aus der Steuerung schon wieder komplett raus. Wenn du erwischt worden bist, warst du zu 90% tot, weil da halt nur die ganzen Supergegner rumgelaufen sind und wusstest dann auch nicht mehr so ganz, wie tue ich diese Mega-Muskelprotze denn jetzt besiegen? Und beim zweiten Teil Arkham City war es dann auch wieder das Gleiche. Da kam das Mr. Freeze Story Add-on raus vor allen möglichen Prüglern, wo ich keinen Bock drauf habe. Von der Story her und alles war es echt gut, aber vom Schwierigkeitsgrad war es wieder so hoch, dass du das normale Spiel erst wieder hättest durchzocken müssen, um dich da dran zu wagen, ohne dass du alle 5 Meter verreckt bist. Weil du kennst die Ausrüstung, was hab ich, was kann ich und wupp und wieder tot und hast und dann kam ja das Debakel mit Arkham Knight, was ja wirklich auf PC so dermaßen scheiße lauffähig war. Mhm. Gut, ich hatte Glück, auf meinem System lief es, weil das Spiel war gut, es hat auch Spaß gemacht. Und aber dass sie halt das Spiel halt einfach rausgeschmissen haben, obwohl es gar nicht richtig läuft. Und das war auch was, auch wenn es bei mir lief, es hat mich so angepisst, weil ich von Warner einfach was anderes erwartet habe. Eben, und das ist halt einfach die Sache, dass wenn Finanziertypen und die Entwickler sich halt einfach entgegengesetzt gegenüberstehen, weißt du? So, wir wollen jetzt, dass ihr es dieses Jahr noch rausbringt. Ist uns scheißegal, ob es uns tut. Ihr bringt es jetzt dieses Jahr raus. Wo dann zum Beispiel Blizzard immer noch die Philosophie hat, when it's done. Ja. Was in meiner Meinung vollkommen in Ordnung ist, wie schon GTA zum Beispiel. Gut, Ding, wir GTA 5. Was haben die es verschoben? Ich glaube, über ein Jahr. Ja, aber dann, wo es rausgekommen ist, das war, ich hab's auch gespielt, es war einfach ins Gesicht so geil. Ja, ich hab's auch total gefeiert. Wir spielen zurzeit auch wieder GTA Online. Da sind wir uns nur drüber am Aufregen über die Russen-Cheater und über Loading-Screen, oh Loading-Screen. Oh, ich bin geflogen. Also über Russen muss man gar nicht reden. Ich habe in der Zeit Counter-Strike gespielt und da die reden Russen einen auch hart auf dem Sack, auch die ganzen Cheater, also. Man kann es ja Gott sei Dank auch passiv stellen und was halt ein bisschen stört, ist halt das Menüsystem, das ein bisschen, naja.
verblödet gestaltet ist. Aber ich sag mal, auch Day One-Patches. Bei einem geilen Spiel kann man zwei kleine Schnitzer ja vertragen, ne? Und wie halt Katka schon sagte, Loading. Wenn's dann halt erstmal tut, so. Ja, klar. Ist aber auch, finde ich, ein großer Punkt ist auch Schwierigkeitsgrad. Früher waren die ganzen alten Spiele schwierig und ich mag's auch. Ich mag's nicht, wenn ich ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, beim ersten Run durchkriege. Wenn man es mal anführt, zwischen Mega Man. Ob Mega Man normal, Mega Man X, Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, schlag mich tot. Ich saß da auch dran und hab da teilweise, bin ich 6, 7 Mal gestorben, aber es hat Spaß gemacht. Ja, heutzutage ist ein Spiel entweder viel zu einfach, wo ich denke, ja, cool, ja, klasse, keine Herausforderung. Oder wo man einfach sagt, wie solche bei Batman, was der Katka angesprochen hat, in die Fresse, wo du einfach keine Chance hast. Und das ist auch nicht der richtige Weg. Ja gut, da hast du halt nur keine Chance gehabt, weil du halt einfach nicht mehr an den Schwierigkeitsgrad rangeführt wurdest, wie es im Hauptspiel halt war, sondern dieses, so, jetzt hast du hier das bockenharte Endgame, ist oh schön, das Spiel kam vor einem halben Jahr raus, ich habe jetzt 6 oder 7 andere Spiele gespielt, wie war das nochmal? Welche von den Millionen Tasten auf meiner Tastatur sind jetzt belegt und was nicht? Ja, man muss einfach wieder an die Sache ranführen. Wenn man es immer wieder neu verschiebt, auch wie in Episoden macht, das ist einfach nicht zielführend. Man kann doch nicht immer, natürlich ist ja der Faktor mit den Entwicklern, dass die da die Zeitgrenze gesetzt bekommen, das Limit, dann muss fertig sein und dann haben die am Ende kein Geld mehr, der Geld dann zugestellt. Natürlich ist für alle Beteiligten scheiße, aber jemand, der das finanziert, der muss doch auch Ahnung haben von der Materie, der muss doch einigermaßen wissen, von was da gesprochen wird. Ich kann auch nicht sagen, ich kenne mich gar nicht Fußball aus. Ich kann doch nicht jetzt 1 Milliarde Euro haben und sagen, yo, mach das und das. Und die sagen alle, es geht so nicht. Das, ja, egal, mach mal. Es gibt kein Geld mehr. Kauf mal den Hausmeister. Ja, kauf mal den Hausmeister. Der wird Torwart. Ja. Das geht nicht. Ich sag mal, als hinkendes Beispiel würde ich jetzt mal sagen, dieses Vergleich das mal mit einem Auto. Du kaufst dir das mit dem Auto, willst vom Hof fahren, dieses, ja, das geht noch nicht. Du musst erstmal ein Patch runterladen. Ah ja, okay, letzten Patch runter, willst losfahren, Funken sprühen. Wenn du komfortabler fahren willst, solltest du jetzt erst noch den Reifen-DLC kaufen. Ja, und dann sagen sie auch, ja, noch, okay. Ja, aber nach 10.000 Kilometern ist der Wagen erstmal für 3 Motor out of the game. Da musst du kurz warten, damit du die nächsten 10.000 Kilometer freischalten kannst. Ja, und ab und zu bleibt da halt mal liegen, dann musst du halt neu starten. Und manchmal hast du ein paar Grafikfehler, da kann es passieren, dass du mit jemand anders kollidierst. Ja, weil du ihn halt nicht siehst. Oder Wagen nach 20 Minuten das angeht und einfach mal ausgeht für 10 Minuten. Und das Steuer haben wir auf die Rückbank gepackt. Jetzt bitte allen weiter vorne sitzen. Aber es sollte einen Verbrennungsmotor haben, ja, das heißt aber nicht, dass der Motor etwas antreibt. Und die Bremsen sind im Kofferraum. Okay. Ja, genau. Und das ja auch, wenn ich bedenke, das ging so von meiner Erinnerung los mit Gothic 3, was ja auch mega verbuggt war und die nachher, weil sie keinen Bock hatten, Patches nachzuliefern, einfach das Entwicklerstudio platt gemacht haben, damit keiner mehr Ansprüche stellen kann. Wo es dann irgendwie, glaube ich, am Ende dadurch gelöst wurde, dass es Fans selber verändert werden. Ja, ich... Wie soll das denn dann mal aussehen, weißt du, in 6, 7 Jahren? Sollen dann ein Spiel, was dann unfertig rauskommt, soll man dann durch die unfertigen Texturen durchfahren, oder was? Ja. Martin schreibt gerade, bald wollen die Entwickler von Battlefield 4 Geld fürs Nachladen haben. Ja. Katsching, das war ja gerade $5, aber es hat sich gelohnt für 9 Schuss. Ja, sehr geil, meine Mutter, sehr auf jeden Fall. Ja, sagen sie auch hier, juck noch PaySafe-Cards 10 Euro, wenn nicht, spielst du nicht weiter. Und der wird das Spiel innerhalb von 10 Minuten selber zerstört. Also, mir graut's vor der Zukunft, wenn jetzt schon so räudig wird. Ja, ich dachte mir früher immer, es wird immer geiler und geiler, jawohl, und ich freue mich richtig. Und irgendwie bauen sie immer ab. Die bauen immer mehr ab. Ja, vor allen Dingen, es sind vor allen Dingen die AAA-Titel, die uns so verarschen. Von den wirklich großen Studios. Ja. Und das, finde ich, fuckt halt wirklich richtig ab. Von EA zum Beispiel kaufe ich gar nichts mehr und wie heißen die, die Assassin's Creed gemacht haben? Ich bring's mal fix in Erfahrung. Ubisoft. Von Ubisoft kaufe ich auch nichts mehr. Das sehe ich irgendwo nicht ein. Ich hatte Assassin's Creed Black Flag, was mir auch richtig Spaß gemacht hat. Ich hatte ein paar 80% von den Collectibles, was schon Stunden gefressen hat ohne Ende. War 40% in der Story, dann kommt ein Patch, den du draufspielen musst. Und kriegst dann so nach dem Installieren gesagt, ja, ihre Safe Games sind nicht mehr kompatibel. Fang noch mal von vorne an. Und das war dann so dieses, das bringt ihr nach fucking 4 Wochen.
nach 4 Wochen bei einem Spiel, was weder in der Alpha, Beta oder Testphase ist. Das da war deinstallieren, auf. Fickt euch, ihr Wichser. Genauso halt auch bei Ubisoft mit den Pay-to-Win-Dingern. Du hast keine Lust, bei Assassin's Creed alle Dinger zu erforschen, die dein Schiff besser machen. Kauf sie dir für 3 Euro. Also erstmal ist es in meinen Augen eine Frechheit und zweitens, was sind das für Menschen, die nicht mal die sich ein Spiel kaufen wollen und keinen Bock haben, es durchzuspielen? Was sind das für kaputte Menschen? Ich weiß, da hättest du ja damals in den 80ern in den Arcade-Hallen so Maschinen aufstellen können, schmeiß 10 Münzen rein und jetzt schmeißt du nochmal 10 Münzen rein, dann kommst du, du bist der Gewinner. Ja, genau, mit neuem Rekord und nochmal 10 Münzen reinhaust. Das ist doch ein... Ich glaube, die alten Leute von früher, vom alten Schlag, 80er, 90er Jahre, die hätten sich, glaube ich, einen Kopfschuss gegeben, hätten sie sowas entwickeln müssen. Ja. Schön, das ist doch, es ist beleidigend. Wie ich geil drauf war, solche Mario's Maske und anderen Games, alle Items, alle Masken zusammen, alle Herzcontainer, solche Marcellas mal anbringen, oder Matchpoint hier, die ganzen Missile-Pakete, auch da, ja. Die ganzen Energietanks, ich hab gewichst darauf, weil ich so geil war, ich hab mich gefreut, alles schon erkundet. Und das ist halt das Problem. Damals war es noch keine Industrie. Damals waren es wirklich 100, 200 Leute vielleicht in der Garage oder so und die haben es dann fertig gemacht. Das war auch was. Red gerade kurz fertig. Ich dachte, du wärst fertig. Ich war fertig. Also, Beispiel Westwood. Westwood haben sie halt nochmal interviewt, vor und nach sie von EA aufgekauft wurden. Und da war es halt auch so, dieses damals musstest du halt wirklich liefern als kleines Studio, damit du halt deine Verkäufer hattest, weil es meistens privat finanziert war und oder ähnlich. Und wenn du nicht geliefert hast, bist du pleite gegangen. Genau. Und nachher, als sie bei EA waren, war Geld da ohne Ende. Du hattest gar nicht mehr diesen extremen Leistungsdruck, dass du etwas so Funktionables oder Mitreißendes rausbringen musstest. Und deswegen ist nachher auch bei den Command & Conquer-Spielen diese extreme Abwärtsspirale drin. Und das ist auch der einzige Grund, warum diese ganzen AAA-Firmen eigentlich noch überleben, weil die halt eine so große Geldgewalt haben, dass sie eine riesige Markenkampagne starten können. Die können halt die Leuten ja praktisch eigentlich Gehirn waschen und sagen, hier, das ist geil, kauf das. Und dann kaufen es Leute, weil sie drauf reinfallen. Richtig. Und dann aber später gar nicht feststellen, wie scheiße es eigentlich ist. Aber da muss man doch auch an die Zukunft denken. Es bedeutet nichts, wenn ich dich betrüge und sage, kauf das, dann ist man vielleicht für ein halbes Jahr, ein Jahr ist man im Plus, aber irgendwann wird man auch wach und irgendwann Leute, die einigermaßen an und denken sich auch, halt's Maul, das kann doch nicht sein. Das will ich doch nicht haben. Das ist es ja. Die laufen mit 180 km/h gegen die Wand. Das ist genau wie die Finanzindustrie. Die wissen genau, das ist ein Pyramidensystem. Das bricht irgendwann zusammen, aber das ist dem im Moment egal. Dann freuen die sich, wenn die erste Wand durchkriegen, entsprechend mit einem kaputten Auto und dann kommt die zweite Wand. Egal. Bis dahin ist noch ein halbes Jahr Zeit. Ja, Sayuri Saki schreibt auch gerade, ich find's auch nervig, diese zigtausend Sondereditionen. Wenn du es bei Amazon kaufst, kriegst du das dazu, aber wenn du es im Laden kaufst, dann jenes. Ja gut, Amazon, GameStop, da gibt's dann immer die Editionen, die nur da und da verfügbar sind und da nur die und die. Wenn du die digitale Deluxe Edition runterlädst, dann hast du noch das Skin. Und wenn du die Edition hast, dann hast du das und jenes und bla. Ich sag mal, ich mag Collectors Editionen und hab auch so viele hier rumstehen. Aber bei den meisten sind es ja nur noch fucking Glasperlen. Ich liebe es, wenn ein Soundtrack oder ein Artbook dabei ist. Ich habe die Collector's Edition von Bioshock 2, die feiere ich. Da drin ist das Artbook, da drin ist eine Schlangenspielplatte mit dem Soundtrack von Bioshock. Und im ersten war Big Daddy-Figur dabei, die steht hier auch irgendwo. Oder bei Space Marine ist eins von den Ultrasiegeln dabei und mit Artbook und alles. Sowas ist geil, aber wenn ich bedenke, Assassin's Creed, glaube ich, kommt immer so in 4 oder 5 Editionen raus. Mit DLCs, ohne DLCs, mit Skins, ohne Skins. Ja. Und Statue in Schwarz, Weiß, Rosa und Pink. Ja, und ich will mir auch nicht, weil ich ein Spiel geil finde. Ich bin auch ein richtiger Freund von so Case Edition, weil man auch einfach
wenn man das Spiel liebt, dann kann man auch von mir aus 10 Euro mehr investieren. 15 Euro, damit man auch was Schönes hat. Aber ich will mir nicht, damit ich alles habe, das Spiel 17 Mal kaufe oder 18 Mal. Das war ja auch noch Schwachsinn. Ja, ganz kurz noch unterbrechen. Mutant, schön, dass du da warst. Danke fürs Zuhören und ja, bis später dann auf jeden Fall. Mach's gut schon erstmal. Dankeschön. Gerade ein Checkchen, dass der Mutant erstmal weg ist. Na, ich hab's auch gerade gesehen. Wollt's auch gerade ansprechen, wollt noch keinen unterbrechen. Tschüss. Ich sag mal, bei Blizzard zum Beispiel finde ich es halt auch sehr schön, auch wenn ich mit denen gerade ein bisschen unzufrieden bin. Du kaufst dir eine Collectors Edition für egal welches Spiel von Blizzard und du hast für die anderen Spiele von Blizzard ist auch noch so in Anführungszeichen eine Glasperle dabei. Aber die Collectors Editions kosten, wenn es hochkommt, 30 Euro mehr. Also kostet das Ding dann 60. Ich glaube, ein WoW-Add-on kostet 30 oder 35 Euro, die Collector's Edition kostet 65. Dafür hast du eine CD, eine DVD mit Behind the Scenes, du hast meist noch irgendein Goodie, sei es ein Diablo-Schädel mit USB-Stick, wo Diablo 1 und 2 mit allen Add-ons oder StarCraft drauf ist mit allen Add-ons. Und du hast das Artbook, die CD, Soundtrack, du hast ein Comic war, glaube ich, drin und... Das ist okay. Und dann hast du so Assassin's Creed, da ist eine Statue dabei, 120 Euro. So, what? Mhm. Ja, beim einen kriegst du was fürs Geld, beim anderen wirst du fürs Geld verarscht. Ja. Ja. Da wird deine Treue und Liebe irgendwie ausgenutzt dafür, um dass sie ein paar Euro mehr haben. Und wo du dich auch gerade darüber beschwert hast, wegen den zigtausend Versionen. Das ist ja auch alles Teil der Strategie. Das geht darum, dass du dich, dass die dich verwirren. Es geht einfach darum, dass du irgendwie denkst so, ja, Gold müsste ja dann das Höchste sein, aber dann stellst du später fest, es gibt eine Platinum-Version und dann willst du die Platinum-Version haben. Und dann stellst du fest, hey, es gibt die Diamant-Ultimate, hast du nicht gesehen, schlag den Raben tot. Alexandrit-Version, alles. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich sag mal, was ich zum Beispiel ganz cool fand mit vielen Editionen war Warhammer 40.000 Retribution. Da gab es die allumfassende Collectors Edition, die war hochlimitiert, da hast du aber alle DLCs dazu bekommen. Die waren da drin. Und dann gab es halt das Orc Pack, wo dann halt für den Singleplayer-Modus die Orcs einen Vorteil hatten, weil sie von Anfang an bessere Rüstung und Waffen hatten. Und im Multiplayer gab es dann auch noch Special Skins für die Orks und für The Last Stand gab es auch nochmal Sonderwaffen und Sonderrüstung. Konntest ja aber, ich glaube, für 99 Cent dann auch alles nachkaufen. Das war noch irgendwo drin. Und da kannst du halt sagen, oh, ich bin Space Marine Fan, ich hole mir das Space Marine Ding. Das war auch schön aufgemacht von der Aufmachung her. Ich hatte Glück, weil ich Connection zum GameStop hatte und habe die hochlimitierte Ultimate Edition bekommen. Aber diese Limited Edition hat genauso viel gekostet, als wenn du die Space Marine, Orc, Elder oder was auch immer Edition gekauft hast. Das hat auch 39,99 gekostet. Musstest halt ein bisschen Glück haben. Ja, aber Razayu anspricht hier entsprechend, ne? Sagt ja gerade ja auch hier, Werbung, Spiel kaufst, dass du ein anderes Spiel freikaufst, hier frei kriegst, erhältst entsprechend. Das ist einfach nur, wie krieg ich am meisten Geld? Das haben wir auch schon, glaube ich, zigmal jetzt angesprochen, aber das fuckt mich so ab, dass man es aber noch tausendmal anbringen muss, diesen Punkt einfach. Aber dann werden sie endlich mal wach. Ich hoffe mal, dass sie mal richtig auf die Fresse fallen. Dann sollte man sagen, fickt euch, wir kaufen euch den Scheiß nicht mal ab. Und das so kleinere Firmen, die das mal mit Liebe machen, dass sie da mal schön gehypt werden. Und da mal. Und dann kommen sie endlich vielleicht mal auf ihren Kurs zurück. Aber aktuell sehe ich da einfach nur Kopfschusskommando, was sie da machen. Ja. Das Problem ist halt auch, es gibt genügend Leute, die das halt einfach unterstützen. Die nicht sagen, nee, ich tue das Spiel nicht vorbestellen. Ich warte, bis es rauskommt und gucke mir ein Review an oder der Anfang von einem Let's Play. Und dann entscheide ich, ja, hole ich mir nicht. Wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel in die Liste gucke, ich habe zwei AAA-Titel in meiner Liste. Das eine ist Fallout 4 und das andere ist GTA 5. Und der Rest ist alles irgendein Indie. Binding of Isaac, Bob Was Hungry, Broforce, Carmageddon, Dig or Die, Don't Starve Together, Tube 3D Megaton Edition, Evoland 2, Footlol, Guild of Dungeon Engineering, ich weiß noch nicht, ob Homeworld, Desert of Karak ein AAA-Titel ist, Ocknüt, Ox Must Die, Punch Club, Rusty Lake Hotel, Salt, Secrets of Grandea, Starbound, Stoneheart, Stranded Deep, das alte Thief, das Dreier. Kommen noch 20 Titel.
Nee, ich habe nicht so viele installiert, aber ich kann auch alle 240 gerne vorlesen, aber nein. Aber jetzt einfach nur mal so zum Überblick. Ich wollte jetzt nicht nur ein paar rauspicken, sondern einfach mal überblickstechnisch. Und weil die Indies, die haben es meiner Meinung nach mittlerweile mehr drauf, weil die halt, die machen das mit Herz. Weil die gesagt haben, hey, ich habe eine Spieleidee, habt ihr Bock das zu machen? Holen sich ein paar Kumpels und ziehen das durch. Ich habe halt bei Grindea auch gefeiert, da gibt es einen DLC dazu, der heißt The Valkyrie's Head. Das Ding ist nur ein Helm mit Flügeln, wie so eine Walküre halt hat im Fantasy-Bereich. Und dahinter steht, in true words, buy us coffee. Genau. Dann steht halt drunter, der wird nicht gebraucht, um das Spiel zu spielen. Der ist einfach nur, wenn euch das Spiel gefällt, wenn ihr es geil findet, könnt ihr euch den kaufen, um uns zu unterstützen. Und vielleicht hilft das, wenn wir mehr Kaffee trinken, dass wir schneller fertig werden mit den Episoden, beziehungsweise mit dem Nachpatchen. Genau, obwohl ich da hing, das finde ich geil, ihr habt ja 5 Euro, leck mich, finde ich geil. Weißt du, die kleinen Boilergeld. Genau, und ja. Das ist halt ehrlich und das ist auch so, das sind halt nur ein paar Typen in ihrer keine Ahnung, ob es das Garage ist oder im Büro tatsächlich, aber es sind halt kleine Leute, die das wirklich gebrauchen können. So. Und ja. wenn aber so eine Multimilliarden-Firma mir erzählt, die brauchen ganz dringend das Geld für DLC, weil sie sonst nicht mit der Entwicklung hinterherkommen, dann denke ich mir nur so, leck mich, Leute. Sarisaki schreibt auch gerade, ich finde es ehrlich gesagt schon Wucher, für ein Spiel 60 Euro zu zahlen. Ganz klar, die Grafik ist besser als damals, aber man sitzt bei Weitem nicht mehr lange genug dran. Ja, du hast bei einem Spiel heute 6-8 Stunden. Wenn ich bedenke, spiel mal Secret of Mana durch, das hat damals 120 D-Mark gekostet. Und das waren, ich glaube, damals wie viele Stunden, 50 Stunden oder so, bis du dann durch warst, locker flockig. Das konntest du auch mehrmals durchspielen. Es war nicht so, ich hau die ganzen alten Games, die habe ich alle auch Mega Man X zum Beispiel, habe ich auch alle bestimmt immer durchgespielt. Ja, vor allem bei Mega Man denkst du dir irgendwann so dieses, oh, ich fange jetzt nicht immer hier mit dem Frostpinguin an, sondern ich mache jetzt mal das Mammut platt mit dem Standard Blaster. Oder ganz hart, ich mache das Chamäleon nieder. Und es gibt auch einen Grund, warum die ganzen alten Games die Speedrun werden, weil sie geil sind. Die weil sie knüppelhart Games, sind. Die noch, und das und die neuen Games werden gar nicht gespeedrun, weil man sich denkt einfach, ja, cool, hey. Ja, muss man gucken auch. Mega Man X wird einfach so hart gespeedrun, auch Mario World, alles wird gut gespeedrun, weil es auch geile Games sind, weil es aber auch Spaß machen. Aber die ganzen neuen Games, die spielt man selber mal durch und dann gibt es vielleicht hochkommen 3-4 Leute, die meins von diesen neuen Spielen durchspielen. Ja. Also Speedrun. Nicht ohne Grund. Die haben alle auch irgendwie keinen Wiederspielwert irgendwie. Das ist es. Einmal spielen und die Ecke damit. Und die ganzen alten Games, ich weiß auch nicht, die ganzen Gamer-Spiele, die ich damals hatte. Auch Turtles, Mario Land und was auch immer, schlag mich tot. Die kenne ich heute noch auswendig. Ja, und die spiele ich heute auch noch ab und zu mal. Ich mache eine kleine Retro und Abend und zock mal ein, zwei Gamer-Spiele durch. Das kann ich bei den ganzen Games heutzutage nicht mehr vorstellen, die alle noch mehrfach durchzuspielen. Und irgendwie bist du der Scheiße schnell satt. Aber bei den alten Spielen, wie schon angebracht, merkst du lieber einfach dahinter. Ja, das ist genauso, guck dir Simon the Sorcerer an, was hier mein erster Livestream war. Das Spiel habe ich 91 gespielt und ich kenn's immer noch auswendig, obwohl das Ding eigentlich mega linear ist, weil es ein Click-and-Point-Adventure ist. Aber allein die Dialoge da drin, die Sprüche und der Humor, das war wirklich so wieder, war ich 9 Jahre alt. Und dieses, oh, so geil, und dieser Pixel-Look, der sieht heute noch schön aus. Guck dir mal das erste Red Faction an. Da denkst du dir so, oh mein Gott. Ich hatte hier vor geraumer Zeit so, oh, Red Faction 2, das habe ich noch als so geile Spielerinnerung. Ich hab's installiert, hab den ersten Level gespielt, hab's deinstalliert. Ich bleib bei meinen Erinnerungen. Oh mein Gott, sah das damals wirklich so scheiße aus. Ja, aber das ist trotzdem was anderes. Ja, die ganzen. Ich scheiße mal auf Grafik, sag ich immer. Die Liebe und Leidenschaft muss man hinter dem Spiel merken. Ja, nee, das schon. Aber diese Anfangs-3D-Ära, ich rede jetzt nicht von Doom oder Duke Nukem, das finde ich sieht heute immer noch wie geleckt aus. Aber diese 3DFX, D3D-Anfangszeit, ich finde, das sieht heutzutage so. Oh, ich weiß nicht. Das kann ich mir gar nicht mehr geben.
Wobei es auch mal, glaube ich, Geschmackssache ist, ne? Wenn ein Spiel halt auch damals gehypt hast und eins von den alten Spielen auch mit der Grafik, ist halt einfach, wie immer schon auch gesagt wurde, wieder Spielwert, was es für einen hat. Na, schon. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich bin eigentlich keiner, der wirklich auf Grafik abgeht, aber das ist wirklich so dieses, in meinem Kopf sieht es schöner aus, als es jetzt auf meinem PC aussieht. Ist es nicht alles bei allem so im Leben? Wir wollten starten. Okay, ich will dich auch nicht live sehen. ja, aber trotzdem, da war mir halt die Erinnerung, die ich hatte, wesentlich lieber, als das nochmal durchzueiern. Ich glaube, das hast du aber auch, wenn wir jetzt unabhängig vom Spielen, aber auch schon oft bei anderen Lebenssituationen, warum muss ich sagen, wo ich meine Sachen gehypt habe und dann mir auch im Nachhinein dachte, oh, so cool war es dann doch nicht anscheinend. Wo man alles immer schön in Erinnerung hatte. Was mir ja, auch noch... früher war man auch ein bisschen leichter zu begeistern, aber trotzdem sind moderne Spiele im Vergleich zu damals, die haben irgendwie mehr Seele. Ja, vollkommen, vollkommen. Ich deswegen sind so Leute wie wir, so Schmocks, die schon über 20 sind, heute mal der heulenden alten Zeit immer hinterher. Aber es ist so. Unsere ja, natürlich Spiele ist es so. Waren wirklich besser. Es ist die waren so. Auch besser. Es ist ein objektiver Fakt. Und ja, vor allem, selbst alles. Wenn sie dich gefickt haben, wenn ich bedenke, Dark Souls wird ja auch gehypt ohne Ende, wo ich sage, ich aber kann dem Spiel nichts abgewinnen. Es ist halt wirklich einfach nur unfair gemacht und Trial and Error. Aber es ist halt auch so dieses... Ich weiß nicht, erst das Spiel hat kein Storytelling. Das ist für mich schon mal so ein absolutes, riesengroßes Minus. Dieses, ich muss mir die Story suchen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will ein Spiel, was eine geile Story erzählt. Wenn ich bedenke, Bioshock Infinite habe ich total gefeiert, weil die Story so geil ist. Und ich finde auch, es tut das Bioshock-Universum so richtig schön abrunden, auch wenn viele das Ende hassen. Ich glaube, ich habe das 3 oder 4 oder 5 Mal durchgespielt, als ich es hatte. Weil ich das halt einfach so gefeiert habe. Ich habe andere Sachen ausprobiert, dann bist du wieder irgendwo im Hintergrund über irgendwas gestolpert. Und dann kommst du noch zurück nach Rapture in der nochmal besseren Grafik, wo du denkst so, Alter. Und dann sind alle am Jammern, ja, das ist ja kein richtiger Shooter, wo ich da hänge. Das will es doch gar nicht sein! Warum beurteilt ihr es als Shooter? Ja, das ist kein Shooter, das ist ein Shooter. Hm? Warum? Das ist ein Shooter. Was, ja, nein? Aber es wird so vom Kompetitiven mit Battlefield und Co. in den Topf geworfen. Oh, ja, klasse. Weißt du, eigentlich ist Bioshock mehr Shooter als die, die jetzt heute als Shooter zählen. Weil die Shooter, ja. Die jetzt als Shooter zählen, das ist Ducken und hoch einmal und schießen. Aber damals waren Shooter wirklich so, dass man um den Gegner herumgerannt ist. No und, cover, all man. Genau. Ja. Momentan shooten die mir ins Gesicht mit ihren neuen Spielen. Ja gut, aber ich muss sagen, so Battlefield und Co. ist zum Beispiel auch, das zieht mich gar nicht. Das ist genauso für mich wie so ein Sportspiel wie FIFA. Das kriegt ein Grafik-Update und du kriegst wieder das gleiche von Vollpreis verpasst. Jedes Jahr aufs Neue. Sollst du dafür 60 Euro tackern. Die einfach eine extreme Zielgruppe ansprechen zum Beispiel. Ich bin auch gar kein Sportspiel-Fan. Null. Aber ich glaube, wenn du so ein richtiger Fußball-Junkie bist und jede Woche mit deinen Leuten ins Stadion gehst, was ich auch sagen kann, nix für mich, glaube, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man es so sieht. Ich sag's nur, das sind so wirklich so eine Sparte, da muss schon Extremtypen ansprechen. Bei so Games. Ja, Sayo hat gerade geschrieben, sie spielt auch meistens wegen Story, sie mag die Telltale-Games. Die mag ich persönlich auch, aber zum Beispiel Walking Dead ist gar nicht an mich dran gegangen. Das habe ich angespielt und habe so nach einer Stunde aufgehört, weil es mich irgendwie überhaupt nicht gezogen hat, obwohl das beste Referenzen hat. Ich weiß noch nicht mal, warum es mich nicht gezogen hat. Nee, aber um nochmal auf hier Dark Souls zurückzukommen. Weißt du, damals, das war die Standardschwierigkeit für so ein Spiel, was ja. Heute Dark Souls ist. Ich vergleiche das mal mit so einem Spyro 1 und 2. Das war so. Aber das war auch anders. Das war nicht unfair gestaltet, sondern das war so gestaltet, das war schon verdient. Das war schwer, ja, aber das war, wenn du es geschafft hattest, dann war es auch. Hast du dich gefühlt, als hättest du was erreicht. So, und bei Dark Souls, da ist es halt einfach, du kommst um eine Ecke und dann rollt einfach mal ein Stein über dich drüber. Ja, genau, oder toll. Dich tritt irgendein Vieh aus einer Nische, die du nicht einsehen kannst, die Klippe runter.
Ja, ja, können wir gleich mal auf Viromaker eingehen mit unfairen Level mit 20 Trapdoors. Ja, ne, genau. So soll es nicht gemacht sein. Es soll, man muss, ich finde auch bei Spielen, die Übersichtlichkeit fällt auch auf. Man muss sehen, was passiert. Und wenn man stirbt, weil man zu schlecht ist, dann sage ich, na gut, aber man soll doch nicht sterben, weil es unfair ist. Weil man richtig. Da, dann sollen sie ein System einführen wie bei hier Super Meat Boy, dass du sofort wieder beim Anfang landest, wo du von dem Raum am Anfang landest. Aber da ist es ja so, wenn du stirbst, dann verlierst du all deine Lebenspunkte. Das ist so, es ja. Und dann, Meat Boy ist ja auch, das hast du kurze, schwierige Level, aber das ist ja auch wirklich aus dem Genre ausgelegt, was in meinen Augen vollkommen in Ordnung ist. Das ich glaube, dem Max lasse ich mal auch hier das Spiel, was wir uns rausgesucht haben, zukommen. Und Bob was hungry. Weil ich glaube, das wird er auch richtig feiern, weil das sind auch richtig abgefuckt schwere 2D-Plattformer. Und bei Ultimate Chicken Horse baust du selbst den Level. Du spielst es durch, dann wird eine Kiste geöffnet, drin sind Kreissägen, Bomben und hast du nicht gesehen? Da kann sich jeder ein Item grabben und baut das in den Level. Und wer als erstes 10-mal gewonnen hat, der hat dann halt den Gesamtsieg. Das haben wir hier kurz angezockt und wir haben uns so weggelacht. Sehr gerne, bin immer für schwere und auch gute Spiele zu haben. Also wenn sie Spaß machen, wenn ihr sagt, die sind gut, tue ich es mir gerne mal an, gar kein Problem. Wenn auch gerade hier noch was geschrieben von Sayo, ja, haben wir auch schon eben angesprochen, Sayo, dass die ganzen Spiele auf eine breite Maus aus, nicht auf Gamer. Das ist einfach das Problem, die wollen einfach nur den finanziellen Faktor aufnutzen und nicht die Leute ansprechen, die Spiele mit Liebe spielen, ja. Es geht einfach nur darum, ja, wie kann ich jeden 0815 Schmuck zwischen 5 und, sagen wir mal, 40 Jahren begeistern oder dass das mal eben kauft. Aber man muss ein Spiel nicht nur kaufen, weil man denkt, es ist geil. Man muss es auch im Nachhinein nicht bereuen, dass man es gekauft hat, weil das Spiel auch geil ist. Ja? Das ist genauso wie, ich vergleiche das mal mit den Marvel-Filmen. Das so sollten Comicbuch-Filme sein und sie sind erfolgreich, weil sie gut sind. Richtig, wo ist dann das Problem, das mit Spielen zu machen? Wo ist der logische Fehler da drin, wenn ich sage, etwas, was gut ist, wird auch irgendwann erfolgreich sein. Das ist es. Ich kann ja auch nicht eine goldene Truhe an euch verkaufen für 100 Euro und dann packe ich noch auf eine Scheiße rein. Ja. Das ist ja das, was momentan... Packst rein, wischt ab und denkst ja auch, das würde mir schon gefallen. Ja, genau. Ja, und dann kaufst du es ja und denkst, ja geil, goldene Truhe, oh, cool, du schimmst da Diamant drin, warum nicht? Und dann hast du einen Haufen Scheiße. Und dir wird natürlich auch bestimmt gefallen, muss ich reinlegen. Nee, Spaß beiseite, das ist in meinen Augen eine Mogelpackung, die sie heutzutage einfach verkaufen. Ja, ich muss sagen, zum Beispiel Fallout 4 habe ich vorbestellt, wirklich ohne Bedenken. Und das Spiel hat das erfüllt, was ich erwartet habe. Ich habe nicht so ein ultimatives Spiel wie Fallout 3 oder New Vegas erwartet, sondern was einfach ein bisschen Fallout anders ist. Aber ich habe halt einfach Fallout erwartet. Punkt. Mehr nicht. Und das haben sie geliefert. Und aber alles, was jetzt mehr kommt zukünftig, da freue ich mich einfach drüber. Ja, aber darauf kommt es auch an. Mit welchem anderen Spiel kannst du es denn machen? Ja. So, Assassin's Creed. Das wird genauso sein wie das davor und das davor auch und das davor auch. Ja, irgendwie ist auch, weiß ich nicht. So, ganze Games, die eigentlich geil sind, aber irgendwie der Drops auch mal irgendwann gelutscht. Wenn wir jetzt auch irgendwie vielleicht mal den Strich rüber zu den Filmen ziehen, wenn wir mal Beispiele anführen. Die ersten 200 Filme fand ich eigentlich ziemlich geil, dachte ich mir, cool. Und dann kam Teil 29, dachte ich mir auch, Alter, hört doch auf damit. Warum macht ihr das Spiel kaputt? Warum macht ihr diesen Film kaputt? Ja? Ja, Hollywood hat ja auch keine Ideen mehr. Hollywood recycelt einfach nur noch alles aus den 70ern und 80ern. Ah ja, die bezahlen ihre Drehbuchschreiber nicht richtig und das ist das Problem. Ja. Die bezahlen die Drehbuchschreiber nicht richtig und deswegen sind erstens die Staffeln so kurz heutzutage und es gibt nur noch so wenig Serien, die halt auch wirklich gut sind. Man kann auch ohne Geld erfolgreich sein. Beispielsweise mal bei Spencer Terence Hill. Ich schaue mir die Filme teilweise 20 Mal bestimmt schon angeguckt, jetzt war es Rand und Band, wo sie da Polizisten in Florida sind. Weil es einfach ein geiler Scheiß ist. Und da haben sie nicht 10 Milliarden an Filmeffekt, was auch immer. Weil es einfach nur an sich vom Humor und einfach von der Story geil war. Ja, man muss nicht immer ewig Geld reinpumpen und alles mit Lichteffekten und Blitze kommen bei jedem Schlag raus und so machen. Nein. Das muss einfach geil sein, die Story muss geil sein. Man muss beim Produzieren auch Spaß haben. Ja. Ja. Auch selbst wenn es ein Film ist, wo alles nur explodiert und dir um die Ohren fliegt. Batman vs. Superman war einfach rotzig.
Aber wenn du dir jetzt irgendein Avengers-Teil anguckst oder sowas, der explodiert auch sau viel und es fliegt ja sau viel um die Ohren. Aber Avengers zieht. Weil bei Batman vs. Superman war zum Beispiel die Action viel zu schnell, die Story viel zu flach. Und jetzt spoilere ich einfach mal, sie vertragen sich, weil ihre Mutter den gleichen Vornamen hat. Was für eine billige Scheiße ist das denn? Also, ja, kannst du mal gestern Essen haben oder so? Ja. Bei Avengers, da hauen die Sprüche raus, ja, das ist es, was Captain America sagen würde, ja, das ist es, was der Hulk sagen würde. Sag mir mal einen, so einen richtigen, so einfach ein Superman oder ein Batman-Moment. Kannst du nicht, ne? Das ist doch, kann ich. Ich bin Batman. Ja. Film verkauft, wir haben die Menge. Ja, aber ein Dark Knight-Moment, kann man bringen, aber kein Batman wie Superman oder Man of Steel Moment. Kann ich da auch keinen sagen. Und ich finde es schade, DC hat genauso das Potenzial, was zu werden, aber irgendwie was sie draus machen. Ich sag mal, X-Men haben sie auch gerettet mit Zukunft ist Vergangenheit. Dadurch, dass sie dadurch ein Reboot geschaffen haben, weil sie die Vergangenheit nichtig gemacht haben, weil sie, ich glaube, bei Teil 2 war es, der Regisseur gewechselt haben. Mhm. Wo ich dann auch hing, so, Aber geht wieder um Faktor. Ein Film ist gut angekommen, jawohl, Geldkassen gespült, machen wir noch 17 Teile daraus. Ja, vielleicht bringen sie auch Geld rein. Das einfach fehlt in zu kurzen Abständen. Da macht sie viel zu wenig Gedanken und man. Wieder tausendmal ich erwähnt, tut mir leid, Profit. Genau, ja. Und das ist auch der Grund, warum Marvel erfolgreich ist und DC nicht. DC hätte genauso, wie es Marvel gemacht hat, für jeden einzelnen Helden einen einzelnen Film rausbringen müssen, bevor sie angefangen haben mit dem Crossover-Universe. Und die haben ja jetzt schon im Batman vs. Superman rausgehauen, ja, jetzt als nächstes machen wir Justice League. Ja, du kennst die Typen gar nicht, die sie da jetzt alle zusammenführen. Also die Comicbook-Fans kennen sie, ja, aber so. Ist es, man muss ranführen und dann ist so ein Film mit allen zusammen so ein geiles Add-on, so die Kirsche oben auf dem Eis drauf. Genau. Ja. Und nochmal, Dankeschön an Katka, hat er mir gerade zukommen lassen, ein Geschenk. Ultimate Chicken Horse mit dem Text Max Sucker, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank dafür. Sehr geil, ich freue mich auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall morgen, wenn ich Urlaub habe. Juhu, Urlaub. Angezockt mal und dann gucken wir, was wir daraus machen. Vielen Dank nochmal, vielen Dank. Ja, wollte ich auf jeden Fall auch im Stream spielen, weil ich einige Leute kenne, die es haben und du kannst, glaube ich, bis zu 8 Leuten das durchzocken und dass es wirklich Knall hat und es macht halt auch wirklich richtig Spaß und du lachst dich teilweise so kaputt, wenn die Leute verrecken. Ja, sehr geil. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Du einfach gute Spiele, weil momentan sitze ich da und denk mir, ja, was spielst du? Aber irgendwie ist da nichts draus, was mich so fesselt. Ja, bei uns ist es jetzt auch hier bei dem Format nach Secret of Grindea. Was kannst du da jetzt noch bringen? Grindea war ein Hammer-Game. Was heißt war? Es wird wiederkommen, wenn das nächste Gebiet freigeschaltet ist. Kommt auf jeden Fall wieder. Aber dieses, was spielen wir jetzt, bis es da weitergeht? Das ist das Traurige, ja. Natürlich geht man auch gerne an alte Klassiker ran und denkt sich auch, jawohl. Aber die meisten kennen das heute nicht mehr. Man muss aber auch trotzdem auch die Sicht nach vorne haben und nicht immer nur sagen, ja, ich greife zurück. Man muss auch mal in die Zukunft schauen, ja. Und es ist doch traurig, dass man immer wie alten Schmocks in der Vergangenheit leben. Und nochmal, boah, meine Stimme ist weg. Max Sucker Game, herzlichen Glückwunsch mit dem Game Bofors Song. Nochmal vielen Dank dafür. Auch das, wie gesagt, wird morgen angezockt. Erstmal spätestens übermorgen und dann gucke ich mir das auch mal an. Vielen, vielen Dank. Jo, gerne. Machst mich erreich, Junge. Ja, gut, so teuer waren die jetzt nicht. Darum weil das sind ja auch alles Geste, nur kleine Games. Die Liebe spüre ich trotzdem, ob viel oder wenig wert. Nee, ich bin halt auch meistens. Ich kann was zu essen, ja? Bin sofort wieder da. Hau rein. Es gibt Müsli, oder? Sollten anfangen, glaube ich. Ja, ich habe auch gerade so gesehen, so Alter, wir haben eine Stunde verquatscht, aber es hat auch echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir sollten uns öfter mal einen Gast dazu holen. Wir können ja weiterhin reden, nur es sollte da, weißt du, ja, genau. Ja gut, ich sag mal jetzt hier bei Stadtlandfluss werden wir nicht so viel Zeit haben zu reden, weil du hast halt nur 60 Sekunden alles einzugeben.
Und da wirst du nicht viel zum Babbeln kommen, wenn du dann auch drüber nachdenken musst, was tacke ich da jetzt rein? Und ja. ja, wo war ich stehen geblieben? ja, schwere Spiele. Ist das halt heute auch so ein Verkaufsargument? Ist es, hey, dieses Spiel ist schwer, es ist unfair, du willst es haben. Genau. Wo ich mal so weißt denke, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was ich an Schwierigkeitsgraden auswählen soll. Weil ich gehe meistens, wenn es leicht, mittel oder schwer geht, gehe ich meistens in der Regel nach mittel. Aber ich reg mich auch teilweise schon fast darüber auf, weil es dann nachher so einfach ist. Gehe ich dann aber manchmal auf hart, ist es dann wirklich wieder zu hart. Und wenn du dann vier Möglichkeiten hast, leicht, mittel, schwer, sehr schwer, dann weiß ich nicht, ob ich mittel oder schwer nehmen soll. Ja. Weil was das bedeutet, ist ja heute was ganz anderes. Wenn du heute ein Spiel von vor 10 Jahren nimmst, mittel, leicht, schwer, da bedeutet das auch noch mittel, leicht und schwer. Aber heute weiß ich nicht, das ist überall unterschiedlich. Ja gut, aber wenn du halt auch heute mal guckst, welches Spiel hat heutzutage noch Health Packages? Damals bist du von einem Health Package zum anderen gehüpft, weil es gab kein Deckungssystem. Du hast richtig ordentlich Aua kassiert. Und heutzutage bleibst du kurz irgendwo dahinter stehen, dann macht dein Balken und ist voll. Und dann hüpfst du wieder raus. Zur nächsten Deckung bist wieder halb runtergeschossen, zählst wieder bis 10, bist wieder voll und rennst weiter. So, ich an Bord. Ich meine, an und für sich ist das ja ein cooles Feature und so, aber es gibt halt viel zu wenig. Weißt du, wie heißt das Wort? Fordernde Spiele, die nicht zu schwer und nicht unfair sind. Nein, ich will bunte Spiele. Ich will ganz viele Spiele, wo du hast, dass es sich auflädt und wo du Health Packages hast oder sowas. Ich will, dass es bunter wird einfach. Ich will nicht, dass überall immer alles gleich wird. Weil jetzt, es machen alle Spiele so wie Halo. Und ja, die Call of Duties und Battlefields der Welt. Und wenn es dann jetzt irgendwann wieder losgeht mit Health Packages, dann machen alle nur noch wieder Health Packages. Ja gut, das geht ja jetzt auch wieder zum Trend los, dass es wieder Health Packages gibt. Ja, ich meine ja, und dann machen es wieder alle. Aber muss doch alles im Rahmen bleiben. Hat ja keinen Sinn, wenn du 2 Sekunden Spielspaß hast und dann 10 Sekunden warten musst. Und dann wieder 2 Sekunden Spielspaß. Ja, darauf soll es ja aufgebaut sein. Wenn du die Aktion verkackst, aber nur ein bisschen, dann soll es bestraft werden mit der kleinen Wartezeit, wenn wir es mal über das System von Warten mit Energie machen, ja. Mhm. Aber wenn du gut spielst, kann nicht sein, nur weil das Spiel einfach unfair ist, dass du dann trotzdem nach 3 Sekunden dann wieder dich aufladen musst. Naja, wie gesagt, das Vieh, was du nicht siehst, was über die Klippe tritt und du musst den Level nochmal beginnen. Richtig, genau. Oder du musst den Endboss 15 Mal antesten, bevor du irgendwo weißt, der hat das und das Bewegungsmuster. In Phase 2 macht er das und das zusätzlich. Daran musst du dann noch 3 Mal verrecken, bis du raus hast, da darf ich nicht nach hinten ausweichen oder rechts und links. Da muss ich ihm zwischen den Beinen durchrollen und muss ihm zwischendurch auf den Dödel hauen. Ja, und Zelda war ja auch teilweise ein bisschen schwierig gewesen, auch in Mega Man. Aber hast rausgefunden, wie du bekämpfen willst, aber auch nicht in 2 Stunden. Ja, wenn du Fuchs warst, ging es ein bisschen schneller. Wenn du warst, hast du ein bisschen länger gebraucht. Bei Zelda war es aber so, du wusstest schon, hey, ich habe den Bogen in dem Dungeon gefunden, den brauche ich beim Endboss. Das war schon mal so das Hint, hey, was du damit dann beim Boss anstellen musst, das musstest du zwar erstmal rausfinden. Richtig, genau. Aber du hattest schon mal den Hint, ich brauche den Bogen, ich brauche die Bombe. Und meistens hatte der Boss das auch schon gezeigt, so dieses, so geht das. Du bist aber dadurch nicht verreckt bei dem, wie kriege ich den Boss down, also du hast dich extrem doof angestellt. Das ist es, ja. Ich weiß noch, Deku Tree, Ocarina of Time, du kommst in den Bossraum, es ist kein verfickter Boss da. Und du hörst es rascheln, guckst dich um, du siehst nichts. Hörst es rascheln, du guckst hoch und dir fällt erstmal die Goma in die Fresse, ey. Alter, wie geil war das? War das gut, wobei ich da auch einen kleinen Fell von mir hingehen muss. Ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie alt ich war, 7 oder so, wie ich das erste Mal gespielt habe und so. Und noch nie Zelda gespielt vorher eigentlich, ne? Erst mit N64 in Kontakt mit Zelda gekommen. Natürlich, die alten Games natürlich auch nachgeholt, keine Frage. Aber dann saß ich da und wusste nicht, wie ich durch dieses Spinnnetz am Anfang komme. Bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, man kann ja den Deku-Stab hier anzünden und dann kann man durchs Netz durchgehen. Da habe ich auch immer richtig dumm angestellt. Ja, ich glaube, das hat jeder mal. Das kannst du auch bei meinem Streams, beziehungsweise jetzt YouTube-Videos von Twilight Princess sehen.
da soll zum Gorgon Quellwasser bringen. Ich glaube, ich bin 5-mal da hingerannt zu dieser heißen Quelle, hab das Quellwasser abgefüllt, bin zu ihm geritten. Willst es ihm geben? Link kippt es auf den Boden. So, ah, scheiße, ist kalt geworden. Ah, anderer Weg. Zurückgebrettert, wieder hingeritten und dann irgendwann habe ich dann gesagt, das ist, oh, leck mich. Hab das dann im YouTube-Video in Zeitraffer, dass nicht jeder sich das angucken muss, sondern da dauert es dann nur 30 Sekunden. Ja. Und ich habe dann im Walkthrough geguckt, ist, ja, du musst erst mit dem Gorgon seinem Kind reden, dann mit dem Gorgon, dann musst du zurück ins Dorf, da taucht dann irgendwann ein alter Gorgone auf und der gibt dir dann den Auftrag, die Brücke zu reparieren. Wenn die Brücke repariert ist, musst du nochmal mit dem Kind, nochmal mit dem großen Gorgon reden und dann gibt dir der Gorgone, der oben in der Quelle hockt, ein großes Fass. Und damit musst du dann dahin reiten und das trinkt der Gorgone leer und räumt dann die Steine weg. Ich hing da so. Lol. Wollt ihr mich verarschen? Ja, klar. War doch klar, die Sache, oder? Und dann eine andere Stelle, die ich damals auch hart verkackt habe, war, da musst du doch, wenn du zu den Gorgonen willst, rollt der eine dich den Berg wieder runter. Weil du brauchst ja erst die Eisenstiefel, um den abzuwehren. Und ich bin da so oft verreckt und ja, dieses muss doch zu schaffen sein. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, leck mich nach dem 20. Mal verrecken, bin zurückgegangen und dann taucht dieser Alte auf, die der sagt dieses, yo Link, da gibt es den Bürgermeister, der konnte einen Gorgonen im Ringen besiegen. Dieses, warum kann man das nicht machen, wenn du da runtergekegelt bist, dass du aufgeholfen bekommst, ist Link, oder nach dem 2. oder 3. Mal, du Link, du kommst da nicht weiter. Ja. Du brauchst eine spezielle Technik. Nein, ich bin 11-20 Mal verreckt. Ich habe das Spiel bald in die Ecke gefeuert, damals noch auf Gamecube. Questen ist geil, aber es soll im Rahmen bleiben. Man soll ja irgendwie ansatzweise darauf kommen, ja? Mit dem kleinen Hind und so, dann passt das. Aber nicht, dass man da irgendwie verzweifelt und dann noch irgendwie 48 Wege gehen muss und 19 Gegner in der richtigen Reihenfolge angreifen muss. Oder was mich halt auch nervt, wenn du Spiele hast, wo du mittlerweile das Tutorial nicht mehr abbrechen kannst. Das hat mich bei Pokémon X und Saphir, wie heißt es, also das Remake von Saphir angekotzt. Weil du kriegst ja wirklich alles durchgekaut. Das Steinschere-Papier-Prinzip kriegst du nochmal erklärt. Und wie du reißt, wie du was benutzt, wo ich da hänge, dieses, warum zum Teufel kann ich nicht sagen, dieses, ich kenne mich aus, los geht's. Nein, du hängst, oh ja, komm weiter, oh ja, ich weiß. Oh, Alter, komm schon, ja, oh. Ja, wobei es auch richtig Spiele gibt, wo es eingebaut ist, wo du auch entsprechend, ne, wo die, wenn man Mega Man sich Battle Network für den Game Boy Advance mal als Beispiel mal nennen, da war auch immer, soll ich dir zeigen, wie man kämpft? Nö, okay. Ja, das zum Beispiel war bei Pokémon X nicht und das halt als x-tes Spiel der Reihe, dann schon, und wenn ich bedenke, bei Rot und Blau bist du da reingeworfen worden, hier ist ein Pokémon, los. Ja, war aber auch nicht schlecht, war ja auch nicht so schwer zu verstehen. Ja, klar. Man kann einfach machen, dass man fragt, willst du erklärt bekommen? Nein? Gut. Und wenn man aber dann auf einmal doch was erklärt bekommen möchte, weil man es irgendwie zu schnell und man denkt sich, ah, ich bin Typ, ich weiß es, dass man einfach bei Einstellungen nochmal sich die alten Erklärungen nochmal angucken kann. Da ist das Problem noch gelöst. Ja, aber das sei mal dahingestellt. Aber wenn ich bedenke, heutzutage wirst du so dermaßen an die Hand genommen, dass man das teilweise auf den Sack geht. Wenn ich bedenke, Pokémon ist ein sehr intuitives Spiel. Da brauchst du eigentlich keine Anleitung dafür. Pokémon kennt eigentlich jeder, wenn du nicht gerade 85-jährige Opa auf dem Kaff bist, was kein Internet hat, in Anführungszeichen. Aber dann kaufst du dir halt auch das Spiel nicht. Aber es ist so selbsterklärend, wie das funktioniert. Bei Rot und Blau, mit wenigen Worten hast du es kapiert. So nach dem Motto, das ist ein Feuer-Pokémon, da sollte kein Wasser-Pokémon drauf pullern. Sonst geht das Feuer-Pokémon aus. Wenigstens beim Attackieren merkst du ja, effektiv, nicht effektiv. Ja, richtig. Lesen können. Und dann wechselst du das aus. Bei X hast du halt dieses, na, man hat ja ein Pflanzen-Pokémon, Wasser-Pokémon haust du voll in die Pfanne, aber Feuer-Pokémon, die machen mich zur Asche. Und das kannst du dir eigentlich schon denken. Ja, natürlich. Und das finde ich halt so schade. Das war wirklich dieses, und hier, und das, und jenes hier, nimm das an und drück es in deinen Kopf! Oder zum Beispiel Thema Star Fox. Ich habe mich so auf das neue Star Fox gefreut und die haben die Steuerung so verhunzt. Wenn du das als alter Hase spielst, kotzt du, weil du tust dich ständig verdrücken, weil du anstatt ein Looping fliegen erstmal voll mit Schub irgendwie die Wand gedonnert bist. Inwiefern erklär mal Steuerung? Warst du jetzt anders daran? Weil hat euch nicht jeder gezockt? Damals hattest du Triggern war, glaube ich, auf A oder Z-Knopf. Damals war es noch auf N64. Du hattest auf X hattest du Schub, auf B hattest du Bremse.
Dann auf dem C-Stick hattest du, wenn du nach oben angetippt hast, hast du den Looping gedreht. Wenn du nach unten angetippt hast, hast du die Roll gemacht, den U-Turn. Mhm. So. Dann konntest du auf L und R, wenn du die angetriggert hast, hast du die Rolle gemacht, womit du die Schüsse abgewehrt hast. Das ist jetzt auf Doppelklick, Analogstick, links oder rechts. Kurzum, wenn du siehst, der Schuss fliegt auf dich zu, bist du getroffen, bevor er überhaupt die Rolle macht, mit dem du es abwehren würdest. Dann hast du jetzt mit Control-Stick nach oben Schub, Control-Stick nach unten Bremse. Auf X hast du das Looping und auf B hast du den U-Turn. Schießen hast du oben auf eine Schultertaste. Und ja, dann hast du die Bewegungssteuerung. Du kannst also geradeaus fliegen und mit dem, ich nenne es mal Blaster, in alle Richtungen ballern. Das braucht es nicht. Dann hast du jetzt auf ZL, kannst du auf dem Fernseher den Blick auf den Feind zentrieren. Und auf dem Pad unten auf dem Monitor hast du die Cockpit-Ansicht. Und das finde ich ist auch so sinnfrei. Das heißt, du brauchst einen Doktortitel, um das Spiel zu spielen. Richtig, du hast mittlerweile so viele Tasten, dass du erstens irgendwann nicht mehr weißt, was du drücken sollst. Oder als alter Hase, weil die Steuerung halt komplett anders ist, als du sie gewohnt bist, donnerst du gerade mit Vollspeed irgendwo rein, weil Starwolf mal wieder hinter dir ist und du eigentlich ein Looping drehen wolltest. Wenn 10 Viecher auf dich ballern, wo du sonst halt einfach dein... Ich habe eigentlich immer die Rolle gespammt. Ich habe mich immer nur gedreht. Und das macht ja auch Sinn. Das kannst du nicht mehr. Das kannst du nicht mehr. Du kannst gar nicht so schnell den Knopf anhämmern, damit du dich drehst, weil er dreht sich erst in die Schräge und dann macht er die Rolle. Genauso will ich die Schüsse triggern. Ich will tatatatatatatatat und nicht einmal drücken, dann macht er 10 Schuss und dann nochmal drücken und nochmal 10 Schuss. Und ja. Wie würdest du es zusammenfassen, allen im allem? Das Spiel ist geil, es ist wie nach Hause kommen, aber dadurch, dass die Steuerung nicht so ist, wie man sie kennt, gefällt es mir nicht. Weil ich halt ständig verrecke, weil ich will ein Looping drehen, die machen halt auch richtig Schaden an dir. Wenn Starwolf dir am Arsch hängt, der fräst sich in 0, nix weg. Es ist auch nicht mehr so, 3 goldene Ringe und deine Lebensleiste wird länger. Nein, 3 goldene Ringe sind Leben. Okay. Und ja, das vermisse ich halt extrem. Ich sag mal, dass jetzt 3 oder mehr Lösungswege für ein Level gibt, finde ich geil. Aber ich habe jetzt auch nur bis zur 3. oder 4. Mission gespielt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und das finde ich traurig. Das richtig. War ein Spiel, was eigentlich früher richtig geil war. Und man hat es neu. Was ich zum Beispiel kenne auch... Warte nochmal ganz kurz. Behalte das nochmal kurz. Die 2 neuen Fahrzeuge der Girowing, dieser Gleiter mit dem kleinen Roboter, der irgendwo reinkriechen kann, um Schalter zu drücken... Geiles Feature, macht echt Spaß. Mir gefällt's. Anscheinend nicht allen, aber mir gefällt's. Dann den Walker-Modus, wo du den Arwing in diesen, ich sage mal Chicken, im ersten Star Fox war das in For Venom, immer es getroffen hat, so quiek, 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 wie so ein Chicken-Walker, weil sieht aus, hat so Schnabel und läuft. Kannst du dich verwandeln, kannst dann in eine Raumstation reinfliegen, verwandelt sich in einen Walker und läufst da drin durch und musst nicht durchfliegen, kannst dann Schalter drücken, kannst Konsolen hacken. Auch eine sehr, sehr geile Funktion. Auch top, aber halt dann auch wieder die Steuerung ändert sich komplett. Du brauchst plötzlich beide Sticks. Mit dem linken läufst du vorwärts, rückwärts. Drehen links, rechts tust du dich mit dem rechten Stick. Wo ich da auch hänge, warum kann ich das nicht auf einem haben? Dann das Strafen hast du aber dann jetzt nicht mehr auf dem rechten Stick, wo du die Barrel Roll gemacht hast. Nein, das hast du jetzt auf dem linken Stick, wo das Ding dann die Rolle dreht, um die Schüsse abzuwehren. Okay. Und dann sollst du dabei noch laufen, den Gegner treffen und mit der Bewegungssteuerung musst du dann sehen, dass du den Gegner triffst. Und das ist einfach too fucking much. Und wenn du diese Features wie diese den Gegner anvisieren oder die Bewegungssteuerung nicht nutzen willst, hast du ständig einen vom Star Fox Team, der dann so auftaucht, so: Hey, Fox, nutze die Gegnervision, damit du den Gegner im Auge behalten kannst. Hey, Fox, nutze die Bewegungssteuerung, dann kannst du besser zielen. Nein, kann ich eben nicht. Halt die Klappe, Falco. Geh mal nicht auf die Nüsse. Ja, sehr geil. Und sehr das geil. Ist halt auch so dieses Nintendo, ein Monat. Patch hinterher, ich will die Steuerung frei belegen können. Dann reden wir weiter.
dann gebe ich auch mehr als nur 3 von 10 Punkten für das Spiel. Weil ja, es ist geil. Der erste Level ist, ich bin zu Hause. Und dann denkst du dir, was zum Teufel habt ihr mit der Steuerung gemacht? Ja. Und das sind halt so Entscheidungen, die einem irgendwie auch keinen Sinn ergeben. Warum ist das nicht Standard in jedem Spiel, die Steuerung so zu belegen, wie man es selber gerne will? Und wenn ich auf Escape feuern drücken will, dann ist das doch meine Sache. Ja. Eben, man muss was vorgeben, was vielleicht Sinn macht für die Entwickler, aber trotzdem Leute, die Entscheidungen lassen, dass sie es machen, wie sie wollen. Ich genauso. Tja. Schade. Aber es ist auch einfach das Traurige, ne? Mit natürlich ein neues Game kam jetzt mal eben angeführt, Metroid Prime. Ja, ich fand die Metroid-Reihe einfach mal ziemlich geil. Und Metroid Prime Corruption, das dritte sozusagen, dann, was dann für die GameCube rausgekommen ist. Ich habe das Spiel gekauft am ersten Tag. Corruption for Wii. War für die Wii? Da entschuldige ich mich. Verdammt, das war ein Fail, ja. Oder war das der dritte Teil, der dann in dieser Reihe da rauskam? Und ich habe das angezockt am ersten Tag. Ich wollte eigentlich eine Stunde spielen. Ich habe sogar einen Tag sogar Urlaub gehabt, glaube ich, für 2-3 Wochen. Und wollte mal 2-3 Stunden spielen, da wollte ich mich abends mit einem Freund treffen. Ich habe es angespielt, nach einer halben Stunde zum Telefon gegriffen. Yo, heute wird nichts, ich bleib zu Hause. Und ich habe das Spiel innerhalb von 3 Tagen kaputt gemacht. Ich kam gar nicht weg, gezockt, Schlafengang, aufgestanden, gezockt. Ja, geil. Und dann Metroid Asam. Ich habe es aufgemacht, ich habe es gezockt. Nach 2 Stunden, ja. Kein Bock mehr. Und ich hab's gleich ignoriert. Ich hab Corruption habe ich auch 100% abgeliefert und dann nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nochmal die 100%. Aber oh, da haben wirklich die Eier schwitzend auf den Boden geklebt. Ja, natürlich. Also brutales Game einfach, ja? Ja, sehr und geil. Mit einem würzigen, aber fairen Schwierigkeitsgrad. Nochmal ganz kurz. Nintendo, wo ist der verdammte Teil für die Wii U? Da könnt ihr nochmal einen draufsetzen mit der Bewegungssteuerung und dem Display. Ah, allein schon F-Zero. Also bei F-Zero könnte ich jeden Tag mir selber oder den Leuten wieder in die Fresse schlagen. Ich habe F-Zero GX für die GameCube. Alter, war das ein brutales, geniales Spiel. Ich habe das geliebt, das war schwierig. Aber allein schon, das Spiel, es lohnt sich schon 60 Euro auszugeben. Allein schon für den Big Blue Sound. Das ist mir schon 60 Euro wert. Aber jetzt hier wieder mit der Scheiße, die nix für die Wii draußen, nix für die Wii U. Was stimmt denn mit diesen Leuten nicht? F-Zero gehört dazu. Da kriegen die nicht mehr als ein müdes Kopfschütteln von mir. Ja, das ist echt wirklich richtig schade. Ich würde nur sagen, wir kommen jetzt nur langsam mal zum Stadtlandfluss, bevor wir hier alles verquatschen. Und irgendwie hat die Sau mir beim OBS die Dings weggemacht, den Browser Capture. Zumindest wird er nicht angezeigt. Ah, da ist er. Ich muss ihn nur nochmal reaktivieren. Ja, wir zeigen jetzt erstmal Stadt, Land, Fluss, spielen eine kleine Runde mal zu dritt und dann könnt ihr gerne mitspielen. Ich muss nur leider vorher wissen, wer mitspielen will, weil man muss eine feste Spielerzahl eingeben. Und wir haben jetzt gesagt, wir sind zu dritt jetzt erstmal. Jeder von uns dreien sucht sich 2 Kategorien aus. Und dann spielen wir das Ganze. Und ich klicke jetzt einfach mal für Max, da er unser Gast ist. Sag mal eine Zahl von 1 bis 84. 77. 77. Da hätten wir Beruf, Mordwaffe, Vorname, stinkende Sache. Todesursache, was weh tut, doll. Filme, Serien, Essen, Trinken, Dinge, die man jeden Tag macht, Marke, Filmserie, Game, Spielzeug im Happy Meal, Name, Pokémon, Videospielcharakter, Band, Musiker, Fluss. Ah ne, Quatsch, ist immer noch Seite 1. Warum hast du? Jetzt hat er geladen. Morddaten, Skyrim Gott, Craftleben.de, Ex-Team, keine Ahnung, warum Tim keine Freunde findet. Wenn ich Marius sehe, muss ich. Ice JJ Fish Syndrom, Nino Syndrom, Orte zum Sex haben mit Kata, was? Woher kennt ihr meine Ex-Freundin? Etwas, was mir ZSM erlebt hat, was ist denn, was wir erlebt aber haben? Ich glaube, es war vielleicht mehr Sinn, auf die ersten Seiten zu gehen, weil da, glaube ich, die bekannteren Sachen eher sind, glaube ich, oder? Naja, hier ist eigentlich alles Mögliche. Im Krankenhaus, Fringe, Gebirge, lustige Alitationen, Sibbo ist. Just Lutsch, Autor, Mangaka, warum Robin verhüten muss.
Was macht Lamas so besonders? Nudelsorte? Katas Ass ist ein Manga-Charakter, ne? Wahrscheinlich. Dann keine machen Ahnung. Wir das mal so. Machen wir das mal hier, wenn wir mal entspannt und nichts was Abstruses erstmal. Die zweite Kategorie von mir, die wird ein bisschen kranker werden. Machen wir als erstes mal, würde ich sagen, vielleicht macht jeder mal eins einigermaßen Normales und ein anderes dann ein bisschen was Abstruses. Also als erstes wähle ich mal Mangaka entsprechend. Und das subsumieren wir mal unter dem Gesichtspunkt, dass wir einfach einen Charakter aus einem beliebigen Manga nennen müssen. Alles klar. Nudelsorte, Kata, Ass ist, Dinge, die dümmer sind als Tobi, keine Ahnung. Leute sind mein Erzfeind, weil Kosmetikprodukte, Trickshot, Louis ist, Hänsel, Ängste sind cool, weil... Geh mal auf Seite 7, wenn es keine Umstände macht. Ich glaube, da finden wir wahrscheinlich bessere Dinge. Penis-Syndrom. Computerspiele, Nachname, warum Robin keine Freundin findet, Wrestling, Showname, Geschäfte, hätte ich eine Sekte, hieße sie, das klingt geil. So benenne ich die Stadt, Sport, Wrestling-Movie, Yu-Gi-Oh!-Karte, Gründe für Sklaverei, anderes Wort für Sperma. Mama, Gründe für Sklaverei, wen ich da direkt mal. Gründe für Sklaverei, alles klar. Dustin, your turn. Mhm. Ich brauche einen Link. Oder brauche ich den jetzt gerade? Dö, 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 dö. 24. Ich hau den dir trotzdem... Na komm, lade du. Ich hau dir trotzdem gerade mal rein. Da müsstest du es eigentlich sehen. Wäre glaube ich einfacher gewesen, hättest du auch mir direkt schicken können. CSGO Profispieler. Meine Mutter trägt am liebsten, weshalb Schwarze schneller sind. Letzter Wunsch, AfD-Wahlspruch. Das passiert, wenn man F5 drückt. Frucht, Gegenstand zum Abstechen. Dinge, die jeder hasst. Dota 2 Heroes, erotische Lebensmittel. Wahlsprüche der AfD. Ich bin zwar ein Mädchen, aber... WB Sayuri, Sayuri Saki. Grund, Luca zu schlagen. Wer ist Luca? Wie man den Zweck an... am On-Turn ist... Was? Money Boy, sheesh. Slighty was also gay? Oder was heißt Swag? Nick ist fetter als Pflanzen, Schmeichelei und Schleimerei. Erste Handlung als Weltherrscher. Georg ist schwul, weil... In der Bootsfahrschule gelernt. Diva, LOL-Items. Ich will Hitler zurück, weil, Alter. Richtiger Hurensohn. Ich will Hitler zurück. Richtiger Hurensohn. Ich bin ja kein Nazi, aber mein Schwanz ist so groß, dass historische Persönlichkeit, Ort, an dem oft rumgenacht wird, Promisportler, Zitate Hitler. Was? Da kann man ja schon bald Sätze draus machen. Das hört sich gerade an, als würdest du aus deinem neuen Buch vortragen. Woher weißt du das? Ethel ist Schrott, weil ich masturbierte mal auf. Mein Kriegername, auf dem Klo denke ich an, Hurenname. Julius ist ein, wir brauchen eine Mauer, weil... Erfundene Pornotitel, das klingt auch gut. Lols gehen, Charaktere, du wirst vergast, wenn... Dinge, die im Arsch Aua machen, geile Titten hat, Dinge, die Frauen machen. Was hätte denn der Gute gerne? Was denn? Mhm. Was hättest du denn gerne? Soll mir doch einen aussuchen? Zwei. Ihr wollt nicht Sayo direkt mal mitmachen lassen, weil Sayo hat gerade im Chat geschrieben hier. Vielleicht Orte, wo Sex richtig gut wären. Ja, lass uns erstmal eine Runde zu dritt machen. Ich bin ja kein Nazi, aber. Und. Wo haben wir es? Ich bin ja kein Nazi, aber. Och Gott, so viele schöne. Erfundene Porno-Titel. Ja! Gut, wenn du es jetzt nicht genommen hättest, hätte ich es genommen. So, dann nehme ich einfach mal die 66. Wenn ich Ernie sehe, denke ich an Peters zweiter Vorname. Witzig, was? RPG, Künstler, Bayern, Erdogan. Nein, ich will nicht verklagt werden. Anderes Wort für Furzen. Ja. Yeah. Dinge, die Kaisen sagen, keine Ahnung, Drogenbegriffe, Bösewicht, Charakter, machen wir es einfach so. Ich habe jetzt anderes Wort für Furzen und Bösewicht. So, neues Spiel gründen, Anzahl der Spieler 3, Anzahl der Runden machen wir einfach mal 4. Nur eingeladene Freunde,
Ich mache ein Zeitlimit von 90 Sekunden. Wenn nachher die, machen wir drei Runden, nachher die Abrechnung ist, bitte keiner auf unten weiter oder bestätigen oder sowas klicken, weil dann startet die nächste Runde. Weil ich würde gerne noch drüber diskutieren, was jeder geschrieben hat, weil das ist hier meiner Meinung nach das Witzige an der Geschichte. So, ihr bekommt jetzt den Link ins Teamspeak. Ja, klar. Einfach draufklicken und dann landet ihr drin. Ich bin drin, ja. Ich klicke auf dem Spiel beitreten wahrscheinlich, ne? Genau. Und dann kriegen wir 1,5 Minuten Zeit. So. Jetzt mit F. Geht schon los, ne? Ja, super geil, Let's Play. Wir können jetzt überhaupt nicht reden, weil wir nachdenken müssen alle. Ja, aber das kommt danach. Bam! Ich glaube, 60 Sekunden wäre besser gewesen, dann wäre es ein bisschen knapper. Ja. Weil mir aber bei zwei Sachen nichts einfallen. Fällt gerade der Bösewicht ein, ich Dummkopf. Allen Ernstes, dir fällt kein Bösewicht mit F ein? Ich bin gerade bis auf dem Schlauch auf jeden Fall. Ich stehe auch auf dem Schlauch, scheiße. Ihr werdet euch wahrscheinlich gleich mit der flachen Hand gegen die Stirn hauen, wenn ihr das seht, was ich geschrieben habe. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ding, 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 ding. Ach, ich Dummkopf, das ist mir sogar... Mann. Ich war in Panik. Ja, ich hab zwei nicht hinbekommen, keine Ahnung. Gründe für Sklaverei. Der Katka hat Freiheit. Der Fuhrpark. Der gute nostalgische Typ hat den Fuhrpark. Wie kann denn ein Fuhrpark ein Grund für Sklaverei sein? Verstehe ich gerade auch nicht, muss ich sagen. Erklärung wäre angebracht. Genau, erklär mal, sonst du kannst. Also wir können irgendwas nicht annehmen. Da können wir hier halt dann hinten den Haken wegklicken. Also wenn jemand was wegklickt von jemand anderem, muss er aber auch begründen, warum. Wie, muss ich auf den Haken klicken oder wie kann ich das wegklicken? Nee, es ist angenommen, wenn da ein Haken steht. Wenn du jetzt sagst, dieses Fuhrpark akzeptiere ich nicht, weil, dann musst du erklären, warum du es nicht annimmst. Und dann kannst du hinten halt den Haken wegklicken und dann kriegt er keine Punkte dafür. Also, ich sag jetzt ganz ehrlich, Fuhrpark macht jetzt irgendwie für mich so gesehen keinen Sinn. Was ein Doch, Fuhrpark weil, ist, führ es gerne aus. Weil, Fuhrpark sind ja da, sind ja wo man Autos abstellen tut. So, und Fuhrparks sind gut für die Industrie. Und da durch Sklaverei die Industrie sehr gefördert wird, entstehen mehr Fuhrparks. Also nein! Ich würde sagen, das ist... Du hast fast weit ausgeholt. Bösewichte mit F. Katka hat Freezer. Na, höre ich bei euch die flache Hand auf die Stirn? Freezer ist voll. Das habe ich sogar unten geschrieben bei Anni, aber da kommen wir gleich zu. Mangaka habe ich geschrieben, Freezer. Aber dazu kommen wir gleich. Gut, Falco. Meinst du den Falco von Star Fox? Nee, ich meinte eigentlich den Sänger. Keine Ahnung. Ich war in Panik. Okay. Meiner Liebe, den Haken mach ich raus. Ich bin kein Nazi, aber Katka schreibt, freue mich darüber. Macht das richtig Sinn? Freue mich drüber. Das macht keinen Sinn. Ich bin kein Nazi, aber freue mich drüber. Hey! Der nostalgische Typ hat geschrieben, früher war alles besser. Ich bin kein Nazi, aber früher war alles besser. Das lasse ich so stehen. Das lasse ich auch so stehen. Der gute MXN Sky, aka Xcloud, hat geschrieben, Flüchtige klauen unsere Jobs. Ja, ich dachte, wir sollen da ein bisschen extremer antworten. Ne? Wegen Arbeit. Man muss ja irgendwas sarkastisches reinkriegen.
Von daher finde ich Feind gar nicht so schlecht. Faustula homo erectus. Homo erectus. Faustula homo erectus. Nein. Doch, das ist so ein Tentakel-Anime-Abklatsch, der von Amis gedreht wurde. Finde ich aber ziemlich auch abstrus, muss ich sagen. Da muss ja schon was Sinnvolles einigermaßen rauskommen. Das ist ja einfach nur ein Fantasiewort. Wieso? Es ist ein erfundener Tornotitel. Ich würde es abschmettern. Ja gut, wenn ihr es nicht anerkennt... Was sagt das denn? Haut's weg. Ich hab's im Internet eingegeben und da kam kein... Also wenn da jetzt wenigstens was, wenn da jetzt wenigstens was gekommen wäre, so, dann hätte ich gesagt, ja okay, ich lass es zählen, aber es kommt ja kein Ergebnis. Ihr Schweine. Dann der doch Zeige wird geschrieben, Fistfight. Akzeptiert. Akzeptiert. Komm schon, das war. Und der X-Lord hat geschrieben, das Fick mal riechen und der Blumenschwanz. Finde ich auch ziemlich gut. Ja, ist okay. Legit. Oh, Magaka hat gerade geschrieben, Fukisawa. Ich wusste nicht, wer das ist, also habe ich Fahrschule geschrieben. Okay, mach ich selber auch. Ich weiß aber nicht, wer welcher Char Fukisawa war in welchem Anime. Aber ich glaube, aber... langsam Mangaka ist, glaube ich, wirklich jetzt der Autor entsprechend, der Zeichner, ne? Ja, lassen wir es aber jetzt so stehen, wie wir es betitelt haben. Ja, ja, mach ich noch drei Runden entsprechend. Freezer ist auch okay. Anderes Wort für Pfurzen. Pfurzen? Was? Was heißt hier? Es ist ein anderes Wort für Pfurzen. Ich gucke mal nach, ob es mit F oder mit P. Ich dachte, es wird mit. Aber Pfurzen wird eigentlich normal mit F geschrieben. Ja, aber es stand da so in der Frage. Deswegen wundere ich mich gerade, ja. Deswegen. Wehe, dreht mir da draus was. Ich vote euch runter. Ja, gut, dann lassen wir es. Der nostalgische Hörer hat geschrieben: Frankreich, Frankreich. Warum? Ich sag mal so, ich klicke auf den Haken. Die Franzosen stinken deshalb. Okay. Und der X-Lord hat geschrieben, finishen. Ja. Kann man, oder? Kann man stehen lassen, das freut mich doch sehr. Okay, neue Runde, Sperrstunde. Ich muss klicken auf Ergebnis zu bestätigen, ne? Richtig. Alles klar. Und dann startet halt gleich ein Timer, nächstes Spiel in 3, 1, mit T. Oh, fuck. Oh, einfach. Oh Gott. Ja. So die letzten Beine hängen echt. Sayo feiert gerade Frankreich. Ich war ziemlich dumm, ne? Ich krieg hier echt nichts raus gerade. Anderes Wort für Furzen mit T. Bing! Boah, ich hab hier gerade zwei Leute. Das ist jetzt nur zwei Stück. Ich gebe auf. Ich hab drei Stück jetzt gefunden. Ich bin gespannt, was ihr für ein Bösewicht mit T habt. Ja, da habe ich einen ganz guten. Gründe für Sklaverei. Khadgar, Trauer. Macht keinen Sinn. Doch, ja, klar, wenn ich traurig bin, hole ich mir eine Sklavin und peitsche ihr aus. Dann bin ich happy. Okay, mach ich wieder Haken wieder. Sag doch. Erklärt es, bevor ihr euch wegdrücken lasst. Lass mal so stehen, Erklärung kann ziemlich spontan, von daher lassen wir es. So, der nostalgische Typ hat Gründe für Sklaverei, die Tugend. Bitte was? Warum? Haken ist weg. Hast du ethisch etwas gegen die Sklaverei einzusetzen? Was bist du noch für ein Mensch? Ja, stimmt, lass ich gelten.
Bösewichte mit Teer, Terror Bulwer. Wer kennt ihn noch? Ich sag mir grad nichts. Das ist der aus Heldendark, Geheimnisdark, Schattendark, schlechthin. Ja, okay. Gegner in der ersten Folge, Terror Bulwer. Der nostalgische Typ hat nichts. Und der X-Cloud hat den tasmanischen Teufel. War er ein Bösewicht? Der war böse, der wollte heute die Blute zum Abfacken. Der war böse, hat den mal entsprechend mit dem Wirbel angewichst. Das fanden die alle nicht nett. Die sind von denen teilweise geflüchtet. Der war zwar in der Schule mit dabei, aber dort immer abgefuckt. Das war praktisch so ein Raudi, ein Schulraudi. Das ist ein Bösewicht. Stimmt, der war ein Bulli, ja. Ja, ja doch. Bleib stehen. Ich bin kein Nazi, aber treu bis in den Tod. Kann man so stehen lassen? Kann man so stehen lassen. Wer heißt Bulma Sayo? Ah, shit, was war denn jetzt los? Wieso ist es neu gestartet? Weil irgendeiner unten weitergedrückt hat. Ich hab nichts gemacht. Nur eine Versklaverei mit N. Jetzt schreibt ihr alle das gleiche, oder? Wahrscheinlich! Oh Gott. So, ich bin durch. Ha! Oh, echt? Krass. Ja. Ich auch. Ich hab noch nichts, Mann. Ich bin noch ziemlich dumm. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 3. Alle drei kann man Geld lassen. Ich hab nicht Nigger geschrieben. Bösewichte mit N. Nahema. Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Nahema ist beim Schwarze Auge eine verhüllte Magierin, die überall ihre Finger mit dem Spiel hat und am Weltgeschehen dreht. Der nostalgische Typ hat geschrieben Neocortex. Kennt den Namen, sagt mir aber nichts. Das ist der böse Wissenschaftler aus Crash Bandicoot. Ah. Ja, und der X-Cloud hat nichts. Bin dumm, ich bin kein Nazi, aber nach neuen Richtlinien schon. Das halt auch, weil wenn du heutzutage ja irgendwas an Flüchtlingen, Erdogan oder irgendwas dagegen sagst, dann kriegst du ja gleich braune Gesichtsfarbe angekreidet. Leute, ich hab nichts gemacht. Ich hab auch nichts gemacht. Was soll das? Eben ging das doch auch wesentlich länger. Ja, erzählt das mal. Ah, hier haben wir nochmal alle. Du kannst runterscrollen nochmal. Na super, dann können wir ja bei den anderen auch jetzt anfangen. Ja, wir waren gerade bei Ich bin kein Nazi. Bei der zweiten Kategorie, bei Buchstabe T. Waren wir bei Ich bin kein Nazi. Ah, das wäre super. T, ich bin kein Nazi, aber treu bis in den Tod. Da hat der nostalgische Typ nichts und der X-Cloud hat Türken nix gut. Türken sind nix gut, ja, ist okay. Dann erfundene Pornotitel mit T. Titis Abenteuer im Titicacasee. Vollkommen richtig. Der Nostalgische hat das Traumschiff. Muss mal kleine Erklärung, wie ich ja gerne haben. Auf dem Traumschiff passieren wundersame Sachen. Wenn es ja wenigstens das Tittentraumschiff gewesen wäre. Ja, also ich bin das zu viel Spiel, ich hätte einen Haken rausgesetzt, bin ich ehrlich. Der X-Cloud hat Tittenklaus, steckt den Hammer in die Maus. Der klingt aber nicht erfunden, mein Freund. Mangaka, Anime, Toshi. Da sollte eigentlich noch ein Bar dran, aber da war er irgendwie fertig. Naja. Der Nostalgia hat nix, X-Cloud auch nix. Dann anderes Wort für Furzen, Torfen, keine Ahnung.
Der Nostalgische hat die Terrorbombe, kann man gelten lassen. Ah, ich finde aber seins besser als meins, muss ich sagen. Das sei dahingestellt. Was sagst du zum Torfen? Torfen. Guck, Torfen. Das... Ich komme ja auch aus der Gegend, wo man Torfen tut. Gut, ja, wir waren... Ich würde gelten lassen. Ja gut, ist jetzt eh egal, weil die Punkte werden jetzt eh nicht mehr gezählt. Aber trotzdem einfach nochmal drüber reden. Dann hatten wir nach Hemania Cortex hatten wir. Dann nach neuen Richtlinien schon, habe ich schon erklärt. Dann der Nostalgia Neutralisieren der Gefahr. Ich bin kein Nazi, aber Neutralisieren der Gefahr. Was? Wer ist der Deutsche? Der, dieser Deutsch, genau. Klingt wirklich nach Nazi mit dem Deutsch. Ja, richtig, Mann. Siehst du, ich bin nur authentisch. Okay, lass mal gelten. Dann der X-Cloud hat, ich bin kein Nazi, aber neulich hat mich ein Ausländer angesprochen. Oh, ja, der Hardliner. Dann haben wir hier erfundene Pornotitel. Der hat gehabt, Luttensteins Castle. Das ist so ein Horror-Porno-Titel. Ja, so. Dann der Nostalgische hat einen neuen kleinen Jägermeister, bitte was? Der X-Lord hat Nadja und die vier Fäuste der Gerechtigkeit. Du hast es irgendwie mit Fäusten, oder Mann? Ah ja, klar. Du hast ganz gut aufdenken. Da könnte ich auch, glaube ich, 10 Titel innerhalb von 10 Sekunden mir überlegen. Der Mangaka, der Katka hat Naruto. Alter, ja, ja, du mich doch bitte. Oh. Der Nostalgische hat Nomura, kenne ich nicht. Das ist der Autor von Kingdom Hearts. Ah. Das fällt unter die Kategorie, diese ganze Final Fantasy Sachen, würde ich sagen. Der X-Cloud hat, Misch. Ja, ja, Kopfschütteln habe ich da. Dann ein anderes Wort für Furzen mit N. Ich habe Niederdrücken. Keine Ahnung. Ich bin der Meinung, könnte man gelten lassen. Ja. Und der Nostalgische hat Neutronenbombe. Ja gut, es neutralisiert wahrscheinlich alle anderen Leute im Raum und sich eingeschlossen, je nachdem wie gehaltvoll das war. Und alles Leben auf dem Planeten. Oder viel weiter. Da muss ich immer wieder an Mario denken. Die Furz-Atombombe. Und der X-Cloud hat nischt. Oh, oh. Oh. Dummkopf, kann ich ja noch sagen. Neue Runde. Ja. Sayo, bist du dabei? 19, 19. Ich nehme nur Zahl 19. Also ich finde das total geil, vor allem wenn du halt darüber dann noch labern kannst danach. Das finde ich halt so richtig geil, weil ich finde, das macht gerade so den Reiz darüber aus, wenn es nicht halt gerade weiterspringt. Und, ja. Wie viele Kategorien wollen wir machen diesmal? Lass jetzt mal 8 machen. 8 auf. Ist 80 ein bisschen viel, wenn wir ein paar mehr Runden mit dem Buchstaben machen müssen, oder? Oder lass mehr, ich meinte jetzt 8 Kategorien. 8 Kategorien und lass mal 5 Runden oder sowas drücken, oder? Ja, okay. Dann darf jeder 2 auswählen. Wenn nicht, schick doch einfach der Sayo den Link mal eben und dann kann sie vielleicht fix mal selber auswählen. Weil ich glaube, es ist ein bisschen schwierig dann über, ne? Ja. Also ja, einfach anklicken entsprechend, dann anmelden. Spiel starten. Anmelden. Und dann kannst du Kategorien auswählen, die verschiedenen Zahlen. Dann schreibst du einfach in den Chat. Schreib einfach, das ist. Genau, welche Seite und was die Kategorie ist. Kannst einfach per SRGC, SRGV in den Chat reinhämmern. Dann schauen wir alle mal fix, was wir finden. Wollte gerade sagen, dann schaut von uns jeder mal rein und dann gebt ihr mal das Ganze einfach durch. Ich stelle dann schon mal ein, Anzahl der Spieler 4. Wenn auch hier in den Chat möchte, schreien. Anzahl der Runden setze ich auch mal hoch. Zeitlimit setze ich jetzt mal auf 120, weil wir haben jetzt dann. Naja, passt schon, ich sehe schon. Wir machen ja dann 8 Kategorien und nur eingeladene Freunde natürlich. Neutronenbombe. Ja, es wäre cool, wenn der Chat nicht so verzögert wäre, weil dann könnte die Community drüber abstimmen, wer halt... Mach bitte für mich mal Seite 1. Moment. Moment, ich muss nochmal zurück. Irgendwie hat er schon ein neues Spiel gestartet. Obwohl ich das gar nicht wollte.
Mehr Kategorien. So, jetzt Seite 1. Vorletzte Reihe, ziemlich mittig, Hitler-Synonym. Ach du Scheiße. Naja, ich spiel Hardcore. Hitler-Synonym, alles klar. Ist sich drin. Und Seite 17. Seite 17. Ziemlich in der Mitte, ich werde geil von. Das ist aber auch nicht schlecht. Ich würde zum IS gehen, Ben. Aber ich werde geil von, das lassen. So die zwei, ich bin schon mal raus, also der Rest ist ja für euch dann. Alles klar. Nimm die 9. Ja gut, Sayo, wenn du ins TS kannst, dann. Ich schicke die IP. Man kann sagen, schicke die IP, dann können wir da zu fit drüber reden. Das wäre natürlich richtig geil. Ich finde es schade, das Spiel hat sich die Community gewünscht und einige Leute sind leider nicht da. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vajo, ich hau dir mal die IP rein, ne? Im Whisper. Wo ist raus, ist kein Passwort drauf entsprechend. Einfach reinkommen und Vollgas. Amerikaner sind scheiße, weil. Das auf einer amerikanischen Plattform. Ben! So, ich habe jetzt den ersten für mich auch schon gefunden. Was hast du? Kosenamen. Okay. Da können auch sehr amüsante Sachen dabei rauskommen. Ich glaube, wir haben sehr viele schöne Bereiche. Ich finde das schön, wenn man so Kategorien hat, wo man schon extrem weit ausschwenken kann, aber wo es auch Sinn macht. Also ein Flashlight-Ersatz, was zum Teufel ist ein Flashlight? Also Fleischlicht. Also nicht Taschenlampe, so, sondern Fleischlicht. Jo. Ein erfundener Superheld, das klingt auch gut. Du hast eine 2, ne, Katka? Ja, ich habe Kurselname und erfundenen Superhelden. Alles klar. Durchfall, Mann. Sag doch gleich, Katka. Ja, leider viel zu oft. Erzähl mir mehr. So, wo bleibst du, Sayo? Mutter ist auch da. So. Ich hab mal kurz hier die Kamera. So, mein Vater ist hier. Nicht über Geschäpper wundern. Schlägst die Katze oder was? Nee. Ich hab gerade die Heizung im kompletten Haus ausgemacht und dann kam der Kälteeinbruch, so dieses. Ich schlag zwar keine Frauen, aber Frau Holle kriegt definitiv einfach zu machen. Hallo! Hey, Sayo, grüß dich! Ja, willkommen im Livestream, Sayo. Selbst schuldig. Du machst ja auch immer das. Naja, klar. Nee, freut mich, dass wir so eine lustige Runde zusammengekriegt haben. Macht auch gerade richtig Spaß. Ja, klar, Spaß. Glaub ich einfach besser, ja. Hast du schon was ausgewählt, Sayo? Nee, noch nicht. Aber, ich musste erstmal das Headset. Ja, kein Stress. Hier ist es nicht, da ist es nicht, doch, das ist auch nicht. Hm. Was denn, hast du was gefunden? Ja. Pisse auf dem Arsch, weil. Seite. 19. Pisse aus dem Arsch, weil, Alter. Sayo, du musst was Feminines nehmen, lass mich nicht im Stich. Oh Gott. Mit D. Nicht frauenfeindlich, aber. Auch auf der Seite. Ja. Hallo Sayo. Ich nehme keine Drogen, aber diese Dinger mit Aber sind immer gut. Wo ist es? Ich bin kein Nazi. Welche Zeile ist es denn? Die zweite. Ganz rechts. 19. Ganz zweite Teile. Na ja, gut, bei mir ist ein anderer Umbruch drin, alles klar. Dann haben wir nur noch Sayo, die fehlt. Hier hast du nochmal, das in welchen zwei Kategorien?
Pisse aus dem Arsch, weil ich nicht frauenfeindlich, aber... Ah, okay. Ich will Hitler zurück, weil... Neue Rasse aus Tschernobyl, auch nicht schlecht. Neue Rasse aus, Alter. Hat ja auch übrigens, wann war es, gestern Jahrestag gehabt oder war es vorgestern? Wen meinst du? Das Pripyat, das AKW hochgegangen ist. War doch gestern 30-jähriges, oder? Ja, muss ich gerade sagen, gestern oder vorgestern? Nein, das war gestern gewesen. Wie alt bist du, Katka? Hä? Wie alt bist du, Katka? Vielleicht verschneidet sich das. Da kann nicht jeder so ein Jungspund sein wie ihr. Ich bin auch schon alter Mann. Ich bin auch schon im alten Eisen. Wie alt bist du, Sayo? Das fragt man Frauen nicht. Natürlich fragt man Frauen. Ich brauche nach Gewicht die Frauen. Ich brauche alles. Das auch noch. Ja, das auch dann. Auch schon ein fortgeschrittener Alter wie wir alle. Ja, deswegen guckt sie sich Content mit Inhalt an. Bin nicht so zehn. Dinge wie von diesem X-Cloud oder wie der heißt. Hallo! Hallo! Bei Mario Maker hätte ich eben auch noch richtig lange fachsimpeln können. Dass wir die Troll-Level so auf den Sack gehen. Da kann ich schon 3 Stunden mich am Stück aufregen. Ah, ich fand's so schön, wo ich dir den Cloudburst gebaut habe. Ah, du bist ein richtiger Haufen Hund. Also, hey, ich hab dich mit einem P-Block gekillt. Ja, das hat mir Spaß, aber das mit dieser Stelle mit diesen schwulen Stacheln, warum bin ich ja wütend geworden? Ich war gerade durch, glaube ich, einfach traurig. War nicht ganz so nett. Ja, aber es war keine Sackgasse drin und es war auch keine Falle drin. Es war einfach nur verwirrend. Ja, genau. Das hätte eigentlich Ghost House Element nehmen müssen als Wort. Ja, dann wäre es aber zu auffällig gewesen. Ja, mag sein. Boah. Und ich sag mal, mein Geisterhaus-Level, der ein bisschen trollig ist, weil die meisten halt einfach nicht raffen, dieses merk dir, was vorher war und wenn du einen Raum weitergehst, ist da nichts mehr. Also da ein Invisible-Block. Da gab's mal ein Level, hab ich mal gesehen im Stream, ich glaub bei Family of Gamers oder so. Da waren einfach irgendwie am Stück, glaube ich, musstest du irgendwie 12, 13 Sachen merken. Alter, what the fuck? Ich bin nicht Rayman. Muss ich die aufschreiben, wenn überhaupt, aber da musst du alle Sachen nacheinander einsammeln, beziehungsweise nachher die hinten Blocks aktivieren. Gehst du kaputt an so ein Level. Ja. Ja gut, das war übertrieben, aber das war halt dann immer so ein Block oder sowas und ganz am Ende war halt ein Troll, weil. Bei dir war es okay, aber da vermisse ich ein neues Level von dir. Hast du da nichts mehr eingeschickt, mein Freund? Ja, ich komm halt so nicht viel momentan. Ja, Job kündigen Level eingeschickt. Problem. Ja, ich hab ja noch einen in der Mache, wo ich halt hin und wieder mal dran sitze. Mach mich kaputt, dann nächste Level. Ja gut, da fehlen noch so ein, zwei Ideen, um den zu finishen. Weil er ist halt mit Scrolling und fahrende Plattform und bla. Oh, mit Scrolling auch noch? Oh, hast du welche Probleme am Zocken? Naja, ich freue mich drauf. Na gut, wir haben uns ja kennengelernt durch Mario Maker, weil du mein Level so gefeiert hast. Auf jeden Fall. Der oldschoolige Kram, den ich da gebaut habe. War schon nicht schlecht. Ich hätte schon Bock mehr zu bauen, aber ich habe halt einfach nicht die Zeit oder ich komme halt von der Arbeit heim, bin halt so Brain ausgeblasen, dass es halt einfach nichts wird. Wem sagst du das, Mann? Wem sagst du das? Aber ich glaube auch wieder bis 10:30, damit ich auch raus. Ich wollte eigentlich schon bei den Pennen gehen, weil ich muss, aber es ist gerade lustig hier, aber ich muss morgen wieder um 5:30 aufstehen. Wir machen auch normal nur bis 10:30. Okay, dann habe ich Urlaub! Urlaub! 2 Wochen ja, gut. Auf dem Daumen sitzen und streamen und chillen. Wegen deinem Super Nintendo Stream, da quatschen wir dann nochmal. Auf jeden Fall, machen wir nochmal später. Beziehungsweise heute nicht mehr, aber machen wir dann die Tage. Ich sag mal, wenn es so 3-4 Tage vorher ist, dann kann ich vielleicht auch noch einen Tag Urlaub einschmeißen, wenn es halt in der Woche ist. Definitiv Bescheid gesagt, das wäre. Ich denke, wir sollten, wenn mittags anfangen. Ja, nee, da fangen wir schon an auf jeden Fall, würde ich sagen, so 12:12. Eigentlich ein ganz guter Start oder so. Ging es schon hin, auf jeden Fall nicht so spät um 12 Uhr nachts, sondern bis um 12 Uhr morgens, gehe ich kaputt. Ja, hier noch Erinnerung an mich, dass ich Max seinen Channel verlinke, beziehungsweise Twitch-Profil. Sehr geil, vielen Dank nochmal dafür, dass du dabei sein kannst. Eine sehr lustige Runde, gefällt mir sehr gut, kann man gerne wiederholen. Naja, wenn du Zeit hast, immer mittwochs, immer 20 Uhr. Außer wir haben keinen Bock. Ach ja, nächste Woche ist das dann im Urlaub. Und da wird es kein Cut-Galgisch-TV geben. Ob ich dann solo was mache oder wie auch immer, das sehen wir dann. Da kann ich noch nicht hingucken. Hast du YOLO gesagt? Weiß. YOLO so. Und Sayo, hast du schon was Schönes?
Ich merke gerade, wie viele Ausdrücke es für Sex gibt. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir eine völlig neue Welt offenbart. Thomas, komm, haus rein, das hört gut an. Das kann man auch viel interpretieren. Seite. Oh Gott. Ja, klar, wir spielen hier richtig, mit harten Bandagen. Ja gut, ich sag mal, ich werde geil von, da kannst du eigentlich keinen wegdrücken. Da lass du dich eigentlich eher drüber kaputt, was dann da rauskommt. Da kann man aufs nächste Extreme gehen. Ich bin eigentlich ein krankes Schwein, also da könnt ihr auch schon, aber ich glaube, das ist alles nicht zu Stream-konform. Und ich schreibe irgendwie vierte Kinder oder so. Gut, die ersten 3 Stunden von deinem Super Nintendo Stream wird wahrscheinlich dann eh sein, wenn wir unsere Bärte zusammenknoten. Okay. Geil. Und danach kommt da die Feuerwehr und muss es wieder mit rein. Mit der Schere. Und die nächste halbe Stunde wird dann sein, dann tue ich meine Arschhaare in deinen Bart flechten. Das finde ich sehr geil. Dann unternehme ich noch eine halbe Stunde und dann ist das Video schon fast zu Ende. Und damit ist der Kanal dann endgültig hinüber. Oder geheimt, man weiß es nicht. Na gut, ich denke mal, Twitch wird da eher einen Riegel vorschieben bei sowas. Hast du Riegel gesagt? Hat Peters gesagt? Nein, hat er nicht. Ist egal. Sayu! Mit meinem Kind nenne ich niemals. Seite? 7. Seite 7. Recht. Mein Kind. Soll ich mal aufpassen, Katka, irgendwie? Ich weiß Hunde-Pornotitel, Alter! Ja. Mein Kind nenne ich niemals, hab ich. Next! Hast du schon mit 6 schon gewählt, Sayu, oder wolltest du nicht nehmen? Nee, will ich nicht. Okay. Andere Bezeichnung für Kacken. Defekalieren. Definitiv. Wort mit 7 Buchstaben. Ich würde dir. Adolf ist. Knorke. Ungeeigneter Ort fürs erste Date. Das klingt auch gut. Nee, Sayu fehlt noch ein Titel. Nur noch eine Eule. Warum nie? Was Krankes oder Kaputtes? Also wir sind alle am Arsch hier, glaube ich. Was daher, Kaputtes? Nee, was krank und kaputtes, nicht krank Putes. Kaputt? Kaputt? Kapumente. Ich mag aber lieber Dingsbumstag. Ausgetrocknete Ententümpel. Ich hab Bock auf einen Darkwing Duck und DuckTales Marathon. Mein erstes Game damals gespielt, aber ich habe einen Stream bei unten reingeschrieben. Der Dark für den Gameboy. Das war erstmal, so kacke schwer. Das war, ich habe es aber als Kind durchgeschafft. Ja, ich habe es auch durchgespielt. Turtles fand ich, da war ich 4 Jahre alt. Turtles, da war Turtles 2 mein zweites Spiel. Und da kam schon Super Nintendo von mir. Also was auch ein sehr krasses Game war, war Batman. Hat zwar absolut, aber das fand ich auch sehr schwierig. Ja, ich habe es auch durchgespielt. Weißt du, was mich richtig gefickt hat? Dschungelbuch für den Super Nintendo. Das hat mich kaputt gemacht. Das kenne ich nicht. Ich habe die Schlange K kaputt gemacht im zweiten Level, aber am dritten Level. Keine Ahnung. Glaube ich, muss mal wieder spielen und mal gucken, ob ich jetzt den Zwischenstil kriege. Ich denke mal. Wie wär's denn als letztes noch mit Todesfrist? Seite? Ja. Eins, gleich. Was du magst, Ayo. Deine Entscheidung. Todesursache. Gut, dann haben wir Hitler-Symonym. Ich werde geil von Kosenamen. Superheld erfunden, Pisse aus dem Arsch, weil ich nicht frauenfeindlich, aber mein Kind nenne ich niemals Todesursache. Na, was? Schlemmerkick. Vielleicht mal aufpassen, dass keiner von irgendwie weiterkickt, weil eben ist ja teilweise das Teil ja die Kategorie zu Ende gegangen. Weil irgendwas geklickt wurde. Das ist zu viele. Machen wir mal 5 Runden. 5 Runden, klar. Nach Zeitlimit würde ich sagen 120 Sekunden, weil der Erste, der Stopp drückt, das ist dann blöd. Weil so haben wir mehr zu lachen. Eingeladene Freunde, Spiel beginnen. Ich hau den Link ins TS. Einfach draufklicken und Spiel beitreten. Here we go! Oh mein Gott. Spiel beitreten. 2 fehlen noch. Einer. Oder eine. 4, 3, 2, 1. Mit M.
Fertig. So, ich kann ja jetzt abgucken. Hey! Nein, ich schau nicht. Soll ich ein bisschen extremer reingehen, Katka, oder soll ich ruhiger bleiben? Mach wie du willst. Okay. Und ich sag mal, wenn die irgendwas striken, dann kann man das ja immer noch wegblenden. Ich glaube, hier wären die 90 Sekunden gut gewesen. Die 120 sind zu lang. So, fertig. Rums. Rutscht im Ofen nach. Fertig. Aber eigentlich bin ich fertig, glaube ich, nicht fertig gekommen. So, wir haben Todesursache, Masturbieren, hat auch der nostalgische Typ. Der X-Cloud hat McDonald's und Saki hat Malaria. Alle warum passen, tot durch Meckes, tot gefressen oder was? Ja nee, ungesundes Essen, man wird fett, man stirbt daran. Also das macht Sinn. Oder? Ja, ist okay. Also mein Einwände hat, gerne vortreten. Malaria muss man nicht erklären, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Katka-Synonym. Hitler-Synonym. Mistarsch. Keine Ahnung, mir ist nichts eingefallen. der nostalgische Typ hat. Mancho Poncho. Was? Die. Erklärung? Ist das nicht ein Wrestler? Warte. Wir gehen hier diese Runde in 5 Sekunden. Steht da gerade. Wieso das denn? Oh. Verdammt, Todesursache mit U. Dann müssen wir zu Ende playen jetzt erstmal und dann weitermachen. Ja gut, scheiß auf die Punkte, wir gehen danach alles durch. Dann können wir auch sofort dann alle weiterdrücken, oder nicht? Ja, ja, dann bleibt die Überraschung bis zum Schluss. Oh, U ist hart, Mann. U ist hart. Ja! Das kann ich nicht schreiben, ey! Ich hab auch keine... einfach raus! Ja gut, ich habe jetzt vergessen Musik anzumachen, da lege ich dann nachher im Stream was drunter. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Pam. Direkt nächste Runde erstmal, oder? Ja, direkt weiter. Geh mal auf Ergebnisse bestätigen direkt. Wer soll das denn so lange so schnell alles kontrollieren? Ah, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, das erste Mal ging's ja auch und jetzt startet irgendwie nicht, dass es weitergeht. Vielleicht muss man irgendwie als Eigentümer zum Beispiel Einstellungen was bearbeiten, aber das machst du jetzt nicht, sondern ich kann mal später mal gucken. Ja, alle müssen auf weiterklicken, haben alle. Mhm. Bei Saki dreht sich noch das Piercing. Jetzt geht's weiter. Mit W.
Alter, Kuselname mit W. Kursel haben mit W. Drei, zwei, nochmal 10 Sekunden mehr. Dann drücken wir weiter wieder. V, Alter! Oh Gott. Gut, da ist das Hitler-Synonym richtig einsam. Einfach. Hi, Buttermuffin. Ja, wir spielen Stadt, Land, Fluss, nicht wundern, und wir sind alle ziemlich durch. ich werde geil von... Die letzten 15 Sekunden, ich glaube, da müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen ausbalancen, was die Zeiten sind, dass man sich auch wirklich ein bisschen beeilen muss. Ich glaube, das ist was, was man wirklich immer mal wieder durchzocken kann. Und gleich weiter. Jo. Weiter. Mit D. Todesursache mit D. Hatten wir TED nicht eben schon mal? Nee. Nee. Nee, aber das nicht.
Ja, der Max ist noch da, der ist noch im Grübeln, deswegen kann er nicht reden, mutend. Wie, hört er mich nicht? Lol, du musst doch hören, oder? Warte mal, Finn, was ist bei F? Doch, geh schafft. Ey, ihr hört mich doch, oder? Ja, jetzt. Ja, sollte. Besser war ich bis am Überlegen. So, jetzt sollten wir durch sein. Ergebnisse nochmal bestätigen. Und dann müssten wir alle sehen. Egal. Ja, der Chat hat leider knapp eine Minute Verzögerung. Und deswegen sind wir wahrscheinlich schon weiter, als du gesehen hast. So, sind wir schon weiter? Ne, der Nostalgische muss nochmal weiter drücken. Oh, Entschuldigung. So, Gesamtergebnisse ergeben sich in jetzt. Jetzt. Wie? Ich bin dabei. Letzter Platz. Wuhu. Wuhu. Dann gehen wir doch mal den ganzen Kram durch, bevor der X-Cloud ins Bett muss. Wir haben Todesursache mit M, der Katka, also ich habe Masturbieren, der nostalgische Typ hat Masturbieren, der X-Cloud hat McDonald's wegen Verfettung und Überfressen, die Saki hat Malaria, das Hitler-Synonym, Katka hat Mistarsch. Mir fiel nichts besser ein, aber ich möchte doch gerne nochmal vom nostalgischen Typen wissen, was ein Moncho Poncho ist. Das klingt wie so ein spanischer Wrestler, und weil der sich immer so aufregend tut, so. Der X-Cloud hat einen Meisterkoch. Was denn? Kochen mit Senfgas oder was? Der kocht gerne mit Gas, ja? Meisterkoch. How to cook like a German? First we turn on the gas. Saki hat Mein Kampf. Ja, kommt auch hin. Ja. Saki, du spielst das zu ernsthaft. Dann haben wir Koselnamen mit M. Der Katka hat Mausi. Der nostalgische Typ hat Mommelbär. Der X-Look heißt Mausi Maus. Das machen wir richtig an, wie du es gerade ausspielst. Und die Saki hat Mausi. Dann haben wir Pisse aus dem Arsch, weil der Katka hat Magen-Darm krank. Ich sollte mit der sexy Stimme aufhören, oder? Der das türkisch hat Mama, also kocht deine Mutter so schlecht. Ich glaube, was da ein Trauma in Verbot ist, wollen wir gar nicht wissen. Der X-Cloud hat Mein Arsch brennt. Medizin, würde ich eher sagen. Warum brennt dein Arsch, Max? Deswegen, weil er nicht geölt wurde. Richtig. Saki hat Mussia. Wie Mussia? Geht's auch noch anders? Ich kenne das gar nicht anders. Wenn das bei ihr so ist, muss man stehen lassen. Vollkommen legitime Antwort. Dann haben wir, ich bin frauenfeindlich, aber... Ich bin nicht frauenfeindlich. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber Katja menstruiere schlecht. Der nostalgische Typ, ich bin nicht frauenfeindlich, aber mach hin mit der Wäsche. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber meine Frau kann nix, sagt der X-Cloud. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber manche sind das schon, sagt die Saki. Mein Kind nenne ich niemals, der Katja hat Martha. Der nostalgische war Morione. Nee, Morione. 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 Ich glaube, im Chat sind gerade welche am Ersticken. der X-Claw hat Malta. Aber Malta soll doch ganz schön sein. Mir ist nichts eingefallen, das war so eine traurige letzte Antwort. Um noch mal zu grasen. Die Saki hat Mustafari. Oh. Den fand ich persönlich am besten, muss ich sagen. Ja. Mustafari gefällt mir sehr gut. So, der Katka wird geil von Muschis. Der nostalgische Typ wird geil von Mob. Bitte was? Ein Fischmob. Lange, harte Stäbe. Oh yeah. Gibt's auch in Feucht. Und okay. Der X-Clock wird geil von seiner Mutter.
Entschuldigung, bitte was? Anklage. Die Saki wird geil von Männern. Oh! Oh, drop the mic. Der erfundene Superheld von Katka von mir ist Mucki Manfred Mann. Ich, keine Ahnung, er heißt Manfred und er hat Muckis. Vom nostalgischen Typen, der Superheld ist Makabermann. Was kann der Makabermann denn? Makaber sein. Was ein Makabermann kann. Das reimt sich, ist völlig okay. Der X-Cloud Superheld ist der Megaschwanzman. Was kann denn der Megaschwanz? Er kann den Schwanz. Also ich glaube, da hätte ich Megaschwanz Girl geschrieben oder sowas. Und sie kann kochen. Mit dem Schwanz. Und der Superman von Saki ist der Mouseman. Quiek. Das klingt wie so ein billiger Abklatsch von Ant-Man. Vielleicht ist er das ja. Warum sehe ich gerade so à la Chip und Chap Käse? Dann kommen wir zum Buchstaben U. Todesursachen, der Kat-Kat umbringen. Der Dustin wirft gleich den Uranus auf den Gegner. Wenn er die Kraft hat, braucht er unter der Mucki-Manfred-Mann dafür. Wo mir gerade wieder eine Quote von Futurama einfällt, um diesen Witz zu umgehen, des Uranus wurde der Planet umbenannt in Urektum. Der X-Cloud einfallslos wie immer ein Unfall. Ah, ja? Und die Saki. Und die Saki eine Ukulele. Erzähl doch mal. Ja, wenn das Teil dich trifft, ne? Dann tut's weh. Sie ist aus Vollstahl. Genauso wie das Klavier, das auf dich niederprasselt. Der Buttermuffin erstickt, glaube ich, gerade. Kann ich mehr schauen. Das ist das Ziel, was wir haben wollen hier. Ja, auf jeden Fall. Freut mich sehr, dass ihr Spaß habt. Das Hitler-Synonym, der Kat-Kat Unhold. Der nostalgische Typ hat unantastbar. Der X-Cloud hat den Untermenschen. Und die Saki hat den Urinboy. Wir waren noch nicht beim Superhelden. Nein, ich glaube, sie dachte, sie sind beim Superhelden, deswegen der Urinboy. Aber wir waren leider beim Hitler-Syndrom. Aber auch passend zu Hitler-Boy. Ich finde es sehr gut, muss ich sagen. Aber Hitler hatte nur ein Ei. Denke ich mal, kennen doch einige. Wer Harald Schmidt kennt, dann sind wir beim Kosenamen. Die Saki und der Katke haben beide die Uschi. Soll eine sehr gute Heilerin sein. Der das Teilchen hat Uka-Chaka, Uka-Chaka. Na, hat da jemand Guardians of the Galaxy geguckt? Ich reiß mein Hemd auf und dann Uka, Uka-Chaka. Uka Chaka, Uka Chaka. Na gut, vielleicht hast du jetzt gerade Leute, die deine Fans geworden wären, irgendwo im tiefsten Kongo gerade zu deinen Feinden gemacht. Und der X-Cloud würde sein Kind Strich, Strich, Strich nennen. Stricher. Beste Antwort. Was ich geil finde, von der Punkteverteilung her, Saki und ich haben 5 Punkte. Wo Uka Chaka 10 Punkte kriegt, warum auch immer. Weil wir beide das gleiche haben. Ja, okay. Ja, wenn man Scheiße schreibt, geht's besser. So, Pisse aus dem Arsch, weil Urin irgendwo hin muss. Dann der nostalgische Typ hat gar nichts. Der X-Flot hat, um es besser trinken zu können. Will ich nicht ausführen. Nimm's mal so hin. Da kann ich dir andere Behälter wesentlich besser empfehlen und Saki mit der besten Antwort ungesund. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber unfreundlich geht gar nicht, meint der Katka. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber unterwäschefrei, fragt der nostalgische Typ. Der X-Cloud scheint frauenfeindlich zu sein, weil er geht schon wieder auf den Strich. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber unter uns schon, ist die Saki. Wenigstens ehrlich.
Mein Kind nenne ich niemals Uschi. Stimme ich schon wieder mit der Saki überein. Das macht mir gerade irgendwie Angst. Du klaust mir Punkte! Der nostalgische Typ würde sein Kind niemals Ursuppe nennen. Und der X-Cloud würde sein Kind niemals Uli nennen. Sorry, falls ihr mal im Chat Uli heißt. Hallo Uli. Hallo. Ich werde geil von Uterus Penetration. Können wir probieren, Livestream, Katka. Der nostalgische Typ wird geil von Uranstäben. Huber, ist das... Huber, ist das Plutonium auf deinen Zähnen? Halt die Klappe und küss mich, Marge. Genau die gleiche Erklärung wie mit dem Mob. Sie sind lang und hart. Und sogar warm. Und sie strahlen. Wer mag nicht strahlende Freude? Der X-Cloud wird geil von ungewaschenen Jungen. Wie Edward ich mach aus mir Twilight. Gedanken. Und die Saki wird geil von Ukulelen. Das nenne ich mal einen kleinen gitarristischen Fetisch. Der ultimative, unübertroffene Unfugmann. Gut, ich denke mal, die Superkraft brauchen wir nicht beschreiben. Er treibt einfach so viel Unfug, bis die Bösewichter einfach keinen Bock mehr haben. Er schmeißt mit Tacos. Der nostalgische Typ hat den Superfilm Ultra Relaxo erfunden. Was, pennt er immer ein und fällt auf den Gegner? Ja, das ist seine Superkraft. Er gewinnt jeden Kampf, weil er ihn nicht kämpft. So. Der X-Cloud, Ulfo der Clownskämpfer. Hallo, Socker. Wer ist Ulfo der Clownskämpfer und was kann er? Tötet er alle mit dem Quietschen seiner Ultraschall-Quietsche-Nase, bis die Köpfe platzen? Das ist der böse Ronald McDonald. Und die Saki sagt, Urin, Mann. Hatten wir das nicht schon? Boy hatten wir schon. Ah, ja. Nur so ich. Ja, dann kann ja Hitler sein Kumpane sein. Der Urinmann verpisst sich vor dem Kampf, oder was? Und wer ist der Böse und wer ist der Gute in der Story? Der Toilettor! Scheiße, ich glaube, das müssen wir wirklich öfter spielen, Leute. Ja, auf jeden Fall. Na, Urin-Man. Komm, verpiss dich. Wir sind beim Buchstaben W. Und die Todesursache mit W für Katka ist Wirbelsäule kaputt. Der nostalgische Typ stirbt an Wellblech. Warum und wieso? Vielleicht ist er ein Bauarbeiter und es fällt auf den Kopf. Keine Ahnung. Der Buttermuffin hat schon sein Grab gegraben. Und dann wurde springt da rein. Der X-Cloud stirbt an Wichsen. Ural, Mann! Ural. Er kommt aus dem tiefsten Ural. Und mit Todesursache Wasser bei Saki. Warum Wasser? Trinken. Er trinkt nur ein Katka, er muss noch ein paar Bücher lesen, ne? Drowning Pool, ach so, langweilig. Wir sind beim Hitler-Synonym. Der Katka hat den Wichtig-Tour. Der nostalgische hat den Wutbär. Bitte was? Ach ja, wenn ihr von mir was hinterfragt haben wollt, fragt mich, gell? Der X-Cloud hat den Wolkenmacher. Den Gaswolkenmacher tippe ich mal. Natürlich. Oh, Buttermuffin ist eine Frau. Okay. Selbst schuld. Okay, das gibt schon mal kein Abo, glaube ich. Kommen wir zur Frontkategorie gleich. Da freut sich Buttermuffin auf jeden Fall. Ja, wenn du abonnierst, dann kann ich sagen, willkommen im Harem, weil irgendwie habe ich mehr weibliche Abonnenten, warum auch immer. Wichser ist auch ein Hitler-Synonym. Ne, Symptom ist auch ein Hitler-Symptom, was? Ist aber bei Synonymen mutend, Jan. Wutbär, Wolkenmacher und Saki hat das Walross. Warum ist sein Hitler-Synonym ein Walross? Weil... Er war fett. Und Walrösser haben auch Bärte. Hitler auch. Ja, also ich habe noch nie ein Walross mit so einem Bart gesehen. Aber ein bisschen haben sie Bart. Kann man vielleicht schon wieder. Das ist ein wundervolles Thema für eine Ballade. Wer das noch kennt... Na, wo war's her? Ich kenn's, aber ich weiß nicht mehr woher. Urmeli!
Oh, ich hätte jetzt Alfred von Quack gesagt. Nee, das war das Walross, was vor der Küste immer auf dem Stein gelegen hat. Ja. So, dann haben wir Kurselnamen. Der Cutger Kursel immer mit Willy Wonka. Der nostalgische Typ kurselt mit Wommel. Der X-Cloud kurselt gar nicht, der tut Trockenpoppen. Ja. Die Saki tut ihren Mann immer schön kurseln mit Walrösschen. Tu das doch mal sexy aussprechen, meine Liebe. Nein. Nein! Hey, du hast es geschrieben, also musst du es auch mal rausgeilen. Oh, rausgeilen. Der geil uns mit dem Walrösschen. Pisse aus dem Arsch, weil wenig feste Masse. Das Teilgeschirr trüb hat Pisse aus dem Arsch, weil Wut! Kennst du das nicht? Der X-Cloud hat Pisse aus dem Arsch, weil Walter gerne am Arsch mit dem Mund ansetzt. Bitte was? Wer ist Walter? Musst du nicht wissen, ich kann dir nicht wieder zeigen. Und warum beißt er da rein? Weil es ihn geil macht. Also ist der Walter ein Räuber, weil das heißt ja auch am Arsch die Räuber, oder? Er raubt mir meinen Goldschatz, den ich drin hab. verstecktes Nazi-Gold. Naja, pass auf, dass du am Ende nicht noch versilbert wirst. Ach du Alarm, irgendwie geht das Niveau von meiner Sendung gerade ganz schön in den Keller. Weil so Fragen kein Wunder. Dann haben wir Pisse aus dem Arsch, weil Wunder am Po. Oho. Oh. Ja, lassen wir das mal so stehen. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber wichtig ist es schon. Der nostalgische Typ ist nicht frauenfeindlich, aber wackelt mit dem Arsch. Klare Ansage. Der X-Cloud, ich bin nicht frauenfeindlich, aber wenn Frauen Männer wären, wäre es besser. Die liebe Saki ist nicht frauenfeindlich, aber wäre es gerne. Mein Kind nenne ich niemals Wahnfried. Und diesen Namen gibt es wirklich. Mein Kind nenne ich niemals Wackeldackel, meint der nostalgische Typ. Mein Kind nenne ich niemals Waschbrett. Bitte was? Das ist ein scheiß Name, oder? Für ein Kind. Falls ja, müsste das Kind so nennen. Ja, ist okay. Danke. Mein Kind nenne ich niemals Walross, sagt die Saki. Ganz schöne Walross. Das wäre auch schon mal fetten Mobbing fortgeschritten, wenn du weißt, hey, das Kind wird fett, ich nenne es Walross. Ich werde so richtig geil von Weibern. Der nostalgische Lieb wird so richtig geil von Wummen. Peng, peng. Der X-Cloud wird richtig wuschig geil von wild wachsenden Hecken. Habt ihr schon mal Schwanz reingesteckt? Und dann, die Dornbüsche haben es dir angetan, das oder? Das ist echt ganz gut. Also sind Gärtner für dich Vergewaltiger, oder wie? Ich wünsche, sie mir meine Hecke zurechtschneiden. Ja, wenn du willst, wenn ich da bin, machen wir den brennenden Busch an dir. Sehr gut, den du dann auslöschen musst mit der Pisse aus dem Arsch. Die Saki wird geil von Würstchen. Oh. Das kommt natürlich bei einer Frau eine ganz andere Bedeutung, als wenn sie das schreiben würden. Da hätte ich gerne einen Videobeweis. Picture did what didn't happen. Genau. Ja. Superheld erfunden mit W. Ich habe den Weitwurfmann. Das ist so wie Obelix. Er wirft am Gegner vorbei, der Gegner denkt, haha, dann fliegt das Ding einmal um die Erde und voll in die Fresse. Was bitte, nostalgischer Typ, ist denn der Wanderer für einen Superheld? Der kann wandern. Der hat Oberbeine wie ein Traktor. und er hat Pokémon, kennt ihr doch. Wanderer will kämpfen. Was ist denn der Wanderer X-Cloud? Da habe ich das Zeit, hatte ich mir für das Mann ausgereicht. Wonderman, er kann Wunder bewirken. Ist das nicht schön? Ich dachte, er wandert sich überall. So, hä, was ist das, hä? Warum rauben die eine Band aus, hä? Oh, guck mal, ein Auto, ja. Warum? What the fuck?
Er ist Wonder Woman. Wonder Womans Bruder. Ich hatte das gleiche Outfit an. Ich habe hier letztens so ein Bild gesehen, da siehst du Wonder Woman, wie sie mit ihren Armbändern Kugeln. Moment, kann ich mal anrufen? Na. Dann mute dich aber bitte. Mach das kurz weiter, ja, klar, mach ich. Naja. Siehst du, wie Wonder Woman mit ihren Armbändern Kugeln abwehrt und Superman landet so neben ihr. Sag mal, Wonder Woman, du bist doch unverwundbar. Warum wehrst du die Kugeln ab? Dann siehst du, dir zeige ich dir. Nimmst du die Arme runter, dann siehst du, wie die ganze Zeit die Brüste am Wobbel, 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 Wobbel. Dann siehst du eine Superlatte. Sie klatscht Superman ein, dieses jetzt weißt du warum und wehrt wieder mit den Armbändern ab. So wieder. Show wie hoch 2, sag ich dazu nur. Saki, was macht denn der Wasserscheißmann? Er schießt Wasser. Ach, es soll Schießmann heißen. Oh, sorry. Ja, Wasserscheißmann. Wasserscheißmann. Der hätte mir sehr gut gefallen als Superman. Ah, gut, okay. Dann habe ich das da aufgeschnappt. Und ich sehe gerade irgendwie so einen Typ mit so zwei Wasserpistolen. Was bist du denn? Ich bin der Wasserscheißmann. Wasserscheißmann wäre dann eigentlich nur ein normaler Klempner. Nicht alle Helden tragen ein Cape. Das wäre aber der Wasser- und Scheißmann. Aber der geilste, naja gut, so bei Held ist es ja nicht, aber Minion, der mit Wasser zu tun hat, ist immer noch der Liquidator. Feinperlend und erfrischend und super tödlich. Dann wären wir beim Buchstaben V. Todesursache mit V für mich ist Verlieren. Der nostalgische Typ stirbt an Volumen. Wie? Irgendwie muss ich gerade an... Soundanlage nicht. Achso, an Volume. Ja. Ja gut, ich war jetzt eher so an Der Sinn des Lebens von Monty Python, wo der Typ sich aufbläht und platzt. Nur noch dieses eine Minzblättchen. Wie geht es Ihnen? Besser. Besser, Sie holen mir einen Eimer, ich muss kotzen. Der X-Cloud-Mann hat keine Todesursache, er geht lieber wieder auf den Strich. Ja, geil. Die Saki stirbt an Vertrocknen. Kann mir nicht passieren, Flasche ist fast leer. Ach, mir schon. Das Hitler-Synonym. Da bin ich stark beim Volksverhetzer. Bleiben wir mal straightforward. Ja, auch gleich vom Mutant hier gerade eingeschoben. Vergewaltigung. Bisschen makaber, aber sehr, sehr geil. Ja, an sich schon, ja. Mein Humor. Also, Jan, also Mutant. Das nächste Mal, wenn ich streame und ich das angekündigt habe, sitzt du gefälligst am Rechner und spielst mit, Mann. Wollte ich gerade sagen, der Typ hat gute Einfälle auf jeden Fall. Und, ich habe ein paar Keys besorgt für Steam und Saki kriegt auf jeden Fall fürs Mitspielen einen random Steam Key. Ich weiß aber nicht, was es ist, deswegen, keine Ahnung. Vertrocknen, genau, Hitler-Synonym, der nostalgische Typ Vogel. Im Oberstübchen tippe ich mal. Nein, weil er frei durch die Lüfte fliegt. Über die Sowjet- Über den Wolken. Da, 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 da. Hat er so eine Pumpgun so vorne an deinen Schnabel dran gebastelt? Ich war jetzt eher bei der Stucker, aber egal. Das Hitler-Synonym des AX-Cloud ist viel Hilf, viel Commander. Bitte was? Ah ja, klar. Vollgas. Und die Saki hat den Ficker. Bitte was? Auch nicht schlecht. Das ist die Rechtschreib-Legastheniker-Antwort. Können wir gelten lassen. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das nicht mehr rausgelöscht habe. Ich wollte das eigentlich. Dann haben wir den Kurselnamen. Da haben wir das sexy Vögelchen. Der nostalgische Typ geht auf den Strich. Der X-Cloud-Wahl. Was ist denn ein Wahl? Keine Ahnung, ich habe irgendwas reingetippt. Das war meine letzte Antwort. Die Saki. Das sagt gar nichts. Die Saki isst oder koselt mit verschmuste Katze. Pisse aus dem Arsch, weil verdammt nochmal es so ist. Pisse aus dem Arsch, weil Vergewaltigung, sagt der nostalgische Typ. Das tut Mutant auch gerade richtig feiern. Ja, Vergewaltigung ist sehr geil. Pisse aus dem Arsch, weil das für den X-Cloud vorne es langweilig ist.
Und da geht die Saki leer aus. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber verletze sie gerne. Der nostalgische Typ ist nicht frauenfeindlich, aber geht lieber auf den Strich. Der X-Lord ist nicht frauenfeindlich, aber verdammt, quatsch mich nicht voll und mach hier endlich mein Essen. Mach mir endlich mein Essen. Und die Saki hat hier nichts. Mein Kind nenne ich niemals Veronika. Der nostalgische Typ nennt sein Kind niemals verfickter Fuck-Fuck. Macht Sinn. Fick-Fuck. Macht Sinn, aber gut, da hätte ich jetzt keine Punkte für gegeben. Ich schon, ist ein scheiß Name für ein Kind. Ja gut, aber an sich ist es kein Name. Doch, Fick-Fuck. Erst schlagen, dann fragen. Oh. Versuch mal, Kleber im Supermarkt zu schreien. Erst schlagen, dann fragen. Der X-Cloud geht auf dem Strich und Saki hat nichts. Ich werde geil von verließen. Sie geht nicht auf den Strich, nur weil sie eine Frau ist. Ja, aber ganz einfach, ne? Ja, das ist zu einfach, Mann. Uns macht er mit Strich und sie nicht. Du bist ein Monster, Katka, du bist ein Monster. Du bist ein voller Sexist, Mann. Ja, Mann. Du verrätst dein eigenes Geschlecht. Ja. Du Emanze. Wo wir beim Thema Brumpft wären, aber das will ich mir von Sergeant Rumpel nicht klauen. Ja, oh Gott, jetzt fällt mir echt wieder ein echt übler Witz ein. Wir sind schon längst am Grund des Bodens. Okay, also. Was stirbt zuerst, Inder oder Asiaten? Erzähl's mir. Ja, der Inder, weißt du warum? Punkt vor Strich. Guck mal, Jan wieder hier, der Mutant. Ich werde geil von Vergewaltigungen. Alter! Ich muss sagen, er hat über das Spiel verstanden. Er hat das Spiel verstanden. Ich werde geil von Vergewaltigungen. Der Dustin, der nostalgische Dustin-Typ Lübbers, der wird geil von Vicky. Hast du ein bisschen viel American Pie geguckt oder was? Heißt die so? Die Olle? Da gab's irgendeine Alte, die hieß Vicky. Ich habe American Pie auch nicht lange mehr gesehen, aber das ist das Einzige, was ich mit Vicky, zumindest mit V, in Verbindung bringe. Der X-Cloud wird geil von Victor dem Russenmann. Dabei, dabei. Dabei. Und Saki wird geil von Vasen. Ist das so ein Synonym für Dosen? Nein, das ist tatsächlich ein Vasen gemeint. Eine Dose reicht nicht aus, da muss schon die riesen XXL-Blumenvase her. Superheld erfunden mit V. Ich hab den Vertibird-Man, der im Wasteland in Fallout sein Unwesen treibt mit seinem... Er ist wohlbemerkt ein Supermutant, der ein Vertibird-Jetpack auf dem Rücken hat. Weil er einfach da drin gewachsen ist und das Ding einfach nicht mehr von sich runtergekriegt hat. Das Ding hat ja vorne diese schöne Kanzel, da ist so der Kopf drunter, wo die geilen Gatlings aus rechts und links rauskommen, hat er seine Arme, da kann er dann gleich mit den Gatlings schießen und die also Beine sind halt unten irgendwo rausgewachsen. Ja. Der nostalgische Typ hat keinen Superhelden mit V. Er hat den V-Man. Der X-Cloud hat den Vollmilchspritzer. Alternativ von der Kuhmann, aber. Ja, gut. Das klingt jetzt irgendwie so nach Hentai, super weiblich Man mit großen Brüsten und Melkanlage. Keine Ahnung. Wäre die ja nicht geil? Nein. Schade. Hast du auch gesehen, ich werde geil von verließen. Und von Vergewaltigung, wie bedankt. Und Sakis erfundener Superheld ist verkauft blöde Sachen, Man. Was verkauft er denn? Sag doch mal ja, das Sortiment, meine Gute. Ramsch, den keiner braucht. Wahrscheinlich. Das fuckt ab. Mich würd's abschrecken. Wahrscheinlich eine wasserfarbene. Klingelt alle 10 Minuten. Eine wasserfarbene Quietschente. Genau. Wo ist die? Todesursache mit D. Darmversagen. Den Duschschaden hätte ich doch gerne mal erklärt von dem nostalgischen Typen. Weil du rutscht aus und dann BAM! Headshot! Wasted! Todesursache von X-Cloud ist Duschen Sport wie ein Mann, der mit der Kategorie unter dieser steht. Was? Hitler!
Haha, okay. Hey, intelligent, Mann. Geil gemacht, Mann. Da hätte ich da sogar doppelte Punktzahl gegeben. Boah, danke, Wellerfond. Ich spare dem Erfolg. Ja, und kein Mutant, Superheld mit V. Vergewaltigungsmann. Oh, Alter. Wie ist gerade Feier hier? Ja, besser wäre noch der Vergewaltigungs-Prank-Man. Yeah. Weil dann kannst du sagen, es ist nur ein Prank. Und dann sagt die Polizei, ah, okay, verstehe. Kommt auf YouTube, oder? Ja, yep, alles klar. It's just a Kein prank, Problem. Bro. Just a prank, bro. Ich hab deine Frau vergewaltigt, wir werden führen. Just a prank, bro. Ich hab sie nicht entführt. Die Saki mag den Dachzusammensturz. Damit wären wir wieder beim Hitler-Synonym. Der Katka ist einfallslos mit dem Diktator. Der nostalgische Typ ist für Dionysius. Bitte was? Das ist ultra clever von mir, weil das ist ein Diktator aus dem Römischen Reich, beziehungsweise aus einer Legende. Und das hängt gleich mit dem zusammen, was als nächstes kommt. Das ist voll clever von mir. Okay. Würde ich eigentlich 100 Punkte für verdienen. Der X-Cloud feiert das Hitler-Synonym mit der Legendäre. Wo ich noch gerne das von Saki direkt dahinter packen würde, der legendäre Depp. Ja genau, so war's auch mal. Vollkommen richtig, gutes Zusammenspiel auf jeden Fall. Ja gut, die weibliche Intuition hat natürlich sofort predicted, was der X-Cloud schreibt. Ja. Kuselname, der Katka kuselt mit Dödelchen. Der nostalgische Typ kuselt mit Damokles. Das ist erstmal voll intelligent von mir. Oh, bin so belesen. Oh. Der Slow Clap. Der X-Cloud kuselt mit Daumlutschi. Die Saki kuselt mit Diamant. Der muss aber ganz schön hart zu dir sein. Aber du durchschaust ihn, würde ich mal behaupten. Zirp, zirp, zirp. Warte. Bin ich gerade beim Trinken gestorben? Gut, das hätte ich wahrscheinlich, wenn man es gehört hätte, cutten müssen, weil das bestimmt irgendwie porno-like wäre, aber naja. Nächste Sendung wieder mit Niveau, es tut mir leid. Piss aus dem Arsch, weil Darm immer noch kaputt. Der nostalgische Typ hat Piss aus dem Arsch, weil dunkle Materie, bitte was? In dem Mund im Munkel, in seinem Arsch ist dunkel, also gibt's da dunkle Materie oder was? Ja, und die reißt das kaputt. Da kommt Piss aus dem Arsch, macht Sinn. Ja, macht voll Sinn, oder? Der X-Cloud. Piss aus dem Arsch, weil das einfach nur gut tut. Naja. Wenn man was nicht kennt, nicht davon sprechen. Pisse aus dem Arsch, weil das vorne nicht will. Ich glaube, sowas ähnliches hatten wir schon mal. Aber naja, vielleicht spricht ja jemand aus Erfahrung. Wollen wir es wissen? Nein. Mutant schreibt gerade Todesursache, Durchfall in den Himmel. Biss in den Himmel. Und danach kommst du wieder runter, aber steinhart. Sucht mal auf YouTube den Durchfallmann. Durchfall, Mann. Er rettet dich in deiner Not, nur mit Hilfe von seinem Code. Auf dem Brot. Nee, das nicht, aber wie gesagt, guck dir mal das Video an, Durchfall, Mann. Ist ich nicht frauenfeindlich, aber dechauffiere sie gerne. Oho. Oho. Da packt ich auch aus. Oho, François? Was? Was? Oui, si. Oh, oh ja, ein Grüß. Oh, oh, Baguette. Der nostalgische Typ ist nicht frauenfeindlich, aber denken sollte man Männern überlassen oder Pferden, die haben den größeren Kopf. Der X-Cloud ist nicht frauenfeindlich, aber die Frau hat mich einfach ungefragt angesprochen. Wo wir wieder bei Todesursachen wären. Ich bin, Saki ist nicht frauenfeindlich, aber das bleibt auch so. Schade, wir hätten gerne gelacht. Mein Kind nenne ich niemals Dustin. Der Dustin Libbers schreibt, Ding Dong Tralala. Der X-Cloud nennt sein Kind niemals Dolores.
Und die Saki nennt sein Kind niemals Donald Duck. Das ist gerade ein Name, den ich meinem Kind geben würde. Donald Duck ist cool, ja? Ja, und wenn das in die Zeitung schreibt, denkt jeder, es ist eine Ente. Oh, voll geil. Ich glaube, der muss noch ein bisschen ziehen, bis du den kapiert hast, oder? Ja, ich weiß. Ente wie in Ente hat versagt und Ente wie die tatsächliche Ente, weil er eine Ente ist. Haha. Nein, eine Ente ist eine Falschmeldung in der Zeitung. Oh. Ich werde geil. Hast gerade gelogen, also. Ich werde geil von Dauer masturbieren. Ah. Der nostalgische Typ wird geil von Denkmälern. Ja, einmal ja. Die Siegessäule im Arsch, immer die Siegessäule im Arsch. Ein schöner Objektophiler hier. So ein schön, hier Bismarck. Geht doch. Ich werde geil von Dinkelbrot mit Schimmel. Wieso ist das potenzsteigernd? Wenn du reinsteckst, geht's ab. Ja, Saki wird geil von Dildos. Lassen wir so stehen, okay. Ich wollte gerade sagen. Ohne, der erfundene Superheld ist Durchfallmann. A.K.A. Steffen. Ich werde geil von Durchfall. Schreib gerade Mutant. Mutant hat gerade geschrieben, Donald Trump passt bei beidem. Was von geil werden und von Superheld oder von mein Kind nenne ich niemals und ich bin nicht frauenfeindlich, aber Donald Trump. Was? Das passt zu allen. Verdammt, der passt überall rein. Todesursache, Donald Trump. Kann vielleicht passieren, wenn er gewählt wird, Alter. Hitler-Syndrom, Donald Trump. Ding, ding, ding. Er hat gewonnen. Ja, Pisser aus dem Arsch, weil Donald Trump. Ich bin nicht frauenfeindlich, aber Donald Trump. Ich würde mein Kind niemals Donald Trump nennen. Ich werde geil von Donald Trump. Na ja, gut, da hätte er jetzt mal keinen Punkt gekriegt. Ja, und der erfundene Superheld ist Donald Trump. Auch genannt der Fail Man. Der ist eigentlich mit echtem Namen Donald Trump. Ja, der erfundene Superheld des nostalgischen Typs ist der Dachdeckmann. Fliegt er weg das Dach von deinem Haus. Er repariert Waschmaschinen. Was? Dann wäre es aber der Black- und Deckermann. Ah ne, der hatte die Flex. Der X-Cloud hat den DIN A4 Formwandler gefunden. Der kann zaubern. Es wird alles zum DIN A4 Blatt oder was. So sieht's aus. Kann er auch DIN A4 kopieren, was er will. Und die Saki ist für den Diamantenklau-Mann. Der kriegt jede Frau. Denn Diamonds are girls' best friend. Ja, gerade Mutant schreibt, habe ich gewonnen. Ich glaube, der hat auf die Runde auf jeden Fall gewonnen mit D. D wäre seine Runde gewesen. Ding, 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 ding. Na, geile Runde auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Sehr geil. Gutes Spiel. Kann man öfters mal machen. Super. Und Jan, du spielst das nächste Mal definitiv mit. Auf jeden Fall, hier. Machst du schön Teamspeak klar, kommst du mal rein, dann machen wir hier ein bisschen Vergewaltigung. Ich werde geil von Vergewaltigung. Und Sayo, Zahl von 1 bis 5. Machen wir weiter. 2. 2? Ja. Dann schicke ich dir nachher den zweiten Key aus meiner Liste. Ja, du machst noch gar keine Würfel. Ja, ich würde jetzt insgesamt tilten. Wollte gerade sagen. Okay, alles klar. Weil morgen auch wieder arbeiten. Ja, ja, musst du um 5:30 raus. Und? Danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Ich hoffe, wir hatten Spaß. Oh, vielen Spiel. Dank an die Gäste, an den X-Cloud, an die Saki und an meinen bezaubernden Co-Moderator. Auch den Dank. Nostalgischen fucking Typen. Und vielen Dank an Katka für die herzliche Einladung von uns allen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ein sehr geiles Spiel. Stand dann Fluss und wie werde ich geil aus dem Arsch mit durchfahren, Donald Trump. Hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Geile Runde. Zuschauer kamen geil rein mit guten Antworten. Auf jeden Fall wiederholenswert. Definitiv. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das merken wir uns als Community-Spiel. Das werde ich dann auch entsprechend vorher ansagen. Und ja, sehr geil. Hat Spaß gemacht. Und für euch gibt's die Endcard. Nächste Woche kein Kartgeigisch TV, wie schon angesagt, weil Dustin nach Holland Tüten kaufen geht. Ich rede von denen aus Plastik.
Und du bist so ein Rassist, ne? Nur weil wir nach Holland gehen und meine Mutter Holländerin ist und wir Tulpen angucken gehen, ne? Oh, und Käse so essen! Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein, schöne Restwoche. Macht's gut. Eure am Rest, mach's gut, tschüss. Okay.